Herzlich willkommen hier in der Quatschfabrik. Hier wird nicht nur gut gequatscht, sondern sofern angemessen auch gut Quatsch gemacht. Ja, liebe Leute, die 25. Ausgabe ist tatsächlich gekommen. Das heißt, wir haben die erste Live-Version, das erste Mal Live-Podcast Quatschfabrik. Hat es bis jetzt nie gegeben. Es war immer dieses, ich sag mal, sehr chillige irgendwie. Man kann ein bisschen so gammelig da rumsitzen und nebenbei tausend Sachen machen und trotzdem ein bisschen quatschen, aber jetzt sieht man ja, wenn ich irgendwie Blödsinn mache. Von daher muss ich mich jetzt also zusammenreißen. Und in dem Sinne, bei zusammenreißen würde ich erstmal sagen, herzlich willkommen mal wieder an den guten Mike. Guten Abend, ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Ich war, glaube ich, relativ früh ja, einer der ersten Gäste, was sehr viel Spaß gemacht hat damals auch schon. Das stimmt, du warst der erste Gast damals, ja. Und weißt du, wie ich diesen Stream heute genannt habe, also sprich den Podcast vom Titel her? Ist jetzt gerade nur ein Placeholder, aber weißt du, wie der heißt? Ja, ich sehe es halt nur, was steht, aber was bisher geschah. Genau. Ich finde das echt, ich meine, du guckst ja auch viele Filme und Serien und so, du kennst das ja irgendwie, dieses, das ist im Deutschen immer Ja, so cringe, genau. finde ich persönlich, dieses, was bisher geschah. Irgendwie ist es im Amerikanischen oder Englischen irgendwie viel cooler, aber dieses Deutsche so, Irgendwie. was bisher geschah, so also total lame eigentlich. Nee, ich finde das voll nice, ohne Witz. Wenn irgendwie, kennst du das vielleicht, wenn so Serien sind und dann fängt Staffel 2 oder 3, keiner ist ja Ja, oft das bei auf jeden neuen Staffeln Fall. und denkt, was bisher geschah? So, hä, so voll Das nice. stimmt, aber Wie? ich finde halt einfach nur, dass dieses, im Englischen ist das irgendwie cooler, das meine ich Wie halt. heißt das auf Englisch? Also ich glaube, wenn das irgendwie jetzt, sag ich mal, so eine Serie ist, die irgendwie sonntags oder so erscheint in den USA, dann heißt das irgendwie Last Sunday oder irgendwas. Auf jeden Fall, es ist teilweise ein bisschen cooler. Ja, Ich weiß okay. es nicht ganz genau. Aber ja, was bisher geschah, ja, was bisher geschah, nämlich was bisher geschah, bezieht sich natürlich auf 25 Folgen Quatschfabrik. Und ich habe heute einen sehr emotionalen Talk aufgenommen, der ganz wenig Views bekommen wird, das weiß ich jetzt schon. Also ganz wenig Listener, aber es war mir trotzdem wichtig, denn ich habe heute ein Video veröffentlicht, bevor ich den Talk aufgenommen habe, nämlich als ich im Ende April 2022 nochmal versucht habe zu erläutern, was ist Quatschfabrik. Zu dem Okay. Zeitpunkt hatte ich so ein bisschen im Kopf, wie das aussehen soll und habe versucht, das Konzept in diesem Video zu erläutern. Dieses Video gab es seit Ende April 2022 und heute ist es veröffentlicht worden. Es lag die ganze Zeit auf YouTube, war aber eben dem nicht gelistet. Und ja, als ich mir das so angehört habe, ich dachte, boah, ist das cringe, ganz ehrlich, ey. Was du hier für eine Scheiße hier überlegt hast, Tobi, das geht gar nicht. Auf der anderen Seite ist mir auch bewusst geworden, wie cool das eigentlich ist, was man in der Zeit eigentlich alles hinbekommen hat und was man teilweise eben nicht so hinbekommen hat. Das heißt, es sind ganze Formate komplett weggefallen oder ganze Formate sind komplett anders geworden, wie eigentlich gedacht. Also wir reacten auf irgendwie was, ist am Ende einfach nur geworden, wir haben ein Thema, über das sprechen wir, aber wir reacten halt nicht in Echtzeit. Oder zum Beispiel, du erinnerst dich noch an die Rubrik von Louis, Louis zeigt uns die Fabrik, wo er Ja. über vor allem über diese kosmischen Dinge und so sprechen wollte. Hat es auch nicht so oft gegeben. Dann ist teilweise ja Ja. im Herbst letzten Jahres der Podcast komplett weggefallen, weil ich das wirklich nur sporadisch und nur noch spontan gemacht habe. Und von daher, ja, es ist viel passiert, aber trotzdem 25 Folgen, die ganz cool eigentlich sind und zum Großteil eigentlich echt interessante Themen hatten. Jetzt die Frage natürlich an dich. Hast du einiges davon dir überhaupt angehört, wo du nicht dabei warst? Ich meine, das sind ja dann theoretisch 24 andere Folgen. Ja, tatsächlich schon. Mein Problem ist immer so ein Zeitmanagement, Ja, ich kenne weil das. seit, ich weiß gar nicht, ja doch, seit August bin ich ja wieder Vollzeit berufstätig. Und dazu, ja, wie du ja auch vielleicht ein paar deiner Zuhörer, Zuschauer auch das wissen, im alleinerziehender Vater. Und ich habe abends teilweise manchmal nur 2 Stunden Zeit, wo ich dann echt gucken muss. Mist, was machst du jetzt, ne? Also das willst du eigentlich machen, das willst du eigentlich machen. Und am Ende hast du doch nichts gemacht. So ein paar Folgen habe ich reingehört. Aber wie das bei mir so ist, so was Serien und Filme und Podcasts und YouTube-Videos angeht, ich kann mir sowas sehr schwer nur merken, ne? Also ich könnte jetzt nicht wiedergeben, was ich gehört habe und was nicht, ne? Deswegen, also es ist echt schwierig. Ich habe zum Beispiel fast die komplette Final Fantasy Story eigentlich bis zur After Story alles vorgelesen
und viele Nebenaufgaben, aber ich könnte nicht mal ansatzweise die Hälfte sagen, was da passiert ist. Also, Ja, also das ist schwierig. halt, ich kenne das. Also vor allem, ich meine, ich muss ja eigentlich, was heißt, ich muss nicht, aber ich möchte gerne, bevor ich die Podcasts veröffentliche, das jetzt mal so eine Ausnahme, aber ich höre mir es vorher an. Erstens, weil es ja immer so war, dass ich noch die Beschreibung machen musste und wenn wir ganz viele Themen hatten, habe ich die Hälfte schon wieder vergessen. Und natürlich, mein bester Mod Syrien hat mir gesagt, Tobi, schreib dir es doch vorher auf. Was mache ich? Schreib's mir natürlich nicht auf. Also muss ich erst mal 1,5 Stunden mir nochmal anhören und dann halt nebenbei am Handy zu schreiben. Ach ja, so ein Thema war das noch. Aber ich persönlich finde halt auch, also wir haben das halt, du erinnerst dich, als wir damit angefangen haben, war es halt so, dass ich schon vorher so ein bisschen so ein Konzept hatte. Das heißt, ich hatte schon mal aufgeschrieben, was meine Themen sind. Louis hatte seine Themen auch schon ein bisschen aufgeschrieben. Und dann kamen halt vor allem die Gastthemen dazu. Und gerade bei den Gästen war es ja so, dass wir eben auch ein bisschen versucht haben, die eben vorzustellen und so weiter und so fort. Und da ich das Louis gerade nicht so gut geht und ich ihn auch wirklich in Ruhe lasse, er hat da ja schon mal drüber gesprochen, auch ihm, bei ihm ist es so ein bisschen Richtung Mental Breakdown gewesen und aktuell ist es wohl auch nicht so einfach alles. Von daher ist es halt für mich wieder das Ding, dass Quatschfabrik aus diesem Team-Ding gerade wieder so ein Solo-Ding geworden ist. Und das macht es halt gerade wieder ein bisschen schwierig, diese ganzen Kategorien irgendwie einzuhalten. Das hört sich so ein bisschen lame irgendwie an. Deswegen ist es halt, ich glaube, die letzten zwei bei Podcasts waren eigentlich zum Großteil so wie Tobi quasselt, nur dass da Quatschfabrik steht. Von daher, ich habe einfach nur drauf losgelabert, ein Thema und that's it. Nicht diese Aufteilung. Aber heute habe ich mir vorgenommen, jetzt wo der Mike da ist, machen wir eine schöne Aufteilung. Ich habe mich natürlich nicht darauf vorbereitet, das heißt, ich muss gleich nochmal kurz die Discord-Channels so ein bisschen durchgehen, was es so an neuen Themen gibt. Aber ein bisschen was habe ich mir schon gemerkt. Und ja, aber die allererste Frage, die ich natürlich stellen möchte, noch in der Einleitung, also sprich im Smalltalk, wie geht's dir überhaupt? Du hast ja gesagt, du arbeitest jetzt wieder und du hast jetzt weniger Zeit. Aber geht es dir trotzdem einfach an sich besser als früher, noch bevor du gearbeitet hast? Tatsächlich ja. Also ich habe das damals eigentlich schon kurz nachdem ich bei Burger King wieder angefangen hatte. Also ich arbeite bei Burger King, an alle Zuhörer. Und also damals habe ich schon gesagt zu meinem Betreuer, weil ich war ja auch psychisch krank, auch teilweise sehr stark. Und ich hatte tatsächlich einen Betreuer. Team, die mir immer geholfen haben. Und damals, als ich dort anfing, habe ich schon gesagt, ja, du hast Glück zu meinem neuen Betreuer. Die haben irgendwie immer gewechselt. Du erlebst so momentan den besten Mike, den es so in den letzten Monaten und so gab. Und tatsächlich irgendwie stand jetzt ist noch mal in den halben Jahren eine Steigerung passiert, tatsächlich. Das ist sehr cool, Also, ja, auf jeden Fall. ja, mir geht's ja so gut wie noch nie. Klar merke ich körperlich, ne, hier und da tut's weh, aber so mental und alles bin ich halt so stark wie lange nicht mehr. Ich habe ja auch wieder angefangen jetzt mit Sport und so. Ist ja immer meine Road to Games kommen, ne? Also immer so im Frühjahr fange ich an bis August so ein bisschen Sport zu machen, versuche ein bisschen die Ernährung umzustellen und alles, damit ich ja, mich zeigen kann quasi auf der Gamescom und danach lasse ich wieder schleifen so ein Das bisschen. geht nicht. Du kannst es nicht schleifen lassen. Und dann fängt es Frühjahr wieder an. Also das ist immer wie so ein Jojo. Aber ja, mir geht es momentan nicht echt gut. Das freut mich. Ich muss mal gerade, ich habe völlig vergessen, auf Discord zu posten, dass das Stream online ist. Deswegen gerade noch gemacht. Sorry dafür. Ich war etwas abgelenkt. Aber Ja, jetzt ach, bin alles ich hier gut. da. Ja, also du sprichst gerade ein gutes Thema an, weil es ist natürlich super, wenn es dir mental wieder besser geht und so. Ja. Und lustigerweise hatte ich heute einen Tag, wo es mir mental nicht so gut ging. Also ich hatte heute wirklich so ein. Also wie soll man es sagen? Es war jetzt kein Down oder so, aber ich war einfach. Ich war gestern. Ich weiß, dass du nicht immer die Streams schaust, aber gestern war ja Raid und wir raiden ja ein Classic ja zweimal. Im Moment einmal, aber ab morgen zweimal mit zwei verschiedenen Gruppen. Okay. Davon vielleicht zwei Twinks. Also ich spiele dann Holy Party den Statistic Priest. Unser Shami Heal spielt dann Disty Priest statt Shami Heal halt. Aber Ja. sonst sind das eigentlich zum Großteil entweder Leute, die halt schon freitags mitgeraidet haben oder die noch gar nicht mitgeraidet haben, die in diesem Community Raid dabei waren. Ich habe ja drei oder vier Mal jetzt sonntags von 13 bis ungefähr 16:30, 17 Uhr so ein Community Raid in Classic gemacht mit dem alten Content, T7 Content.
Das hat echt Spaß gemacht. Da sind wirklich coole Leute auch dazugekommen. Und davon, das ist das Coole, davon werden jetzt auch einige wirklich fest mitraiden wollen, was ich umso cooler finde eigentlich. Von daher, ja, aber es war wirklich so. Eigentlich ist es immer so, freitagsabends, und vielleicht kennst du das, aber bei mir ist es so, ich arbeite wirklich in der Woche wirklich 50 Stunden. So, und ich möchte auch nicht jammern und so, weil ich bin ja auch froh darüber. Aber es schlaucht trotzdem. Es schlaucht extrem. Und gerade die letzte Woche, obwohl nicht so viel war, aber es hat sich unfassbar anstrengend angefühlt. Und eigentlich ist es so, dass ich Freitag Nachmittag dann ein bisschen mal zur Ruhe komme und es ein bisschen weniger ist und mich mal hinlegen kann und so. Einfach mal vor dem Stream und vor dem Raid und einfach mal den Kopf frei bekommen, bevor da wieder irgendwie was das nächste ansteht. Aber das war halt auch gestern wieder nicht so. Also, ich habe mich zwar ein bisschen hinlegen können, aber ich hatte den Kopf nicht frei. Also, ich habe mich, glaube ich, eine Stunde hingelegt und dann habe ich halt trotzdem weitergearbeitet, eigentlich bis kurz vor 8 Uhr. Und dann, ja, war es halt so, Tobi, du wolltest eigentlich den Raid aufmachen, 20 Uhr. Ja, wir haben 20 Uhr. Ja, okay. Ach so, und 10, 2 Leute. Ja, okay, wir haben gleich 10 nach. Wir von 10 noch 2 Leute. Also, ich konnte nichts vorbereiten, nichts. Es war echt anstrengend und ich war wirklich müde. Und wenn du dir den First Kill, wir haben ja gestern First Kill geschafft, das heißt, wir haben Sehr cool. Mimiron hinbekommen. Ja, zwar nur Normal Mode, wir sind jetzt bei 11 von 13 Ist Normal. egal. Aber Ja. trotzdem, das Tempo ist definitiv eigentlich in Ordnung. Und wenn man da so mitbekommt, ich mache zwar Calls und so, aber ich war so müde. Und das sieht man halt einfach auch. Und ich bin jetzt immer noch müde. Man ist, also Leute, die mich wirklich gut kennen, die sehen, dass ich wirklich immer noch müde bin. Und Ja. deswegen habe ich da heute einen Talk zu aufgenommen, weil es mir wichtig ist, dass man halt auch mal anspricht, dass diese Erholung einfach teilweise wirklich bedeutet, dass du über einige Dinge nachdenken solltest und du musst halt teilweise echt zurückfahren. Und meine Content Creation macht halt extrem viel Spaß, aber dieses Wochenende hat es sich einfach zu viel angefühlt. Und wenn es diesen Stream, also diesen Podcast heute nicht gegeben hätte und ich den nicht angekündigt hätte, hätte ich heute keinen Stream gemacht. Definitiv nicht. Also von daher, ich finde, Stream ist bei mir halt immer so. Ich meine, die beiden festen Streams, die versuche ich halt immer einzuhalten. Das kennst du wahrscheinlich von dir noch von früher. Ja. Aber so spontane Streams, die mache ich wirklich nur noch, wenn ich voll Bock drauf habe. Wenn ich so richtig so, ich will das jetzt unbedingt. Weil ich aber so Ja, denke, so, absolut. oh, nee, muss nicht, dann will ich das auf jeden Fall jetzt auch sein lassen, weil es echt zu viel ist. Und Ja, voll. also eigentlich ist es ja lächerlich, darüber nachzudenken, aber es ist wirklich so, dass ich halt, ich glaube, dieses Wochenende sind es, glaube ich, Moment, drei, zwei, mindestens sechs Videos, glaube ich, dieses Wochenende. Das heißt, dreimal der Stream-Mitschnitt. Das heißt, von Ja. gestern, von heute, für morgen dann. Dann der First Kill, dann der Podcast von jetzt, dann der Podcast von heute Mittag oder so. Und dann theoretisch noch das Video, was ich ja irgendwie auch noch nachträglich hochgeladen habe. Also eigentlich sind es sieben Videos dieses Wochenende. Oh shit. Und das ist schon, ich meine, pro Woche habe ich mir eigentlich vorgenommen, so drei bis vier Videos. Von daher, aber gut. Es ist halt noch im Rahmen, sage ich mal, aber deswegen, ich verstehe dich, dass man dann einfach gerade auch abends dann irgendwie total platt ist. Und da komme ich mal zum Thema, das hatten wir gerade ein bisschen auf Stream kurz, weil du spielst ja jetzt auch WoW Classic und du bist ja auf Ja, genau. Allianz-Seite auf Everlook und wir sind Ja. ja auf Horden-Seite auf Everlook. Ja. Und wenn ich unter der Woche mal online komme, diese Woche, glaube ich, war ich nur am Montag online. Und dann wieder am Freitag und sonst einfach gar nicht. Und es ist ja so, dass wir durch Uldua ist es so, dass es gerade die neuen Marken gibt. Das heißt, der T8-Content bedeutet, dass du eigentlich jeden Tag so eine Daily HC zumindest machen solltest. Zumindest für diese neuen Marken. Wenn die alten Marken oder die mittleren Marken noch brauchst, müsstest du eigentlich das auch die Daily noch machen zusätzlich. Theoretisch kannst du natürlich alle Dungeons machen, aber ich meine, was man wirklich machen sollte. Und ich bin ernst und ehrlich. Und wenn ich dann abends so gegen 22, ich habe es auch gestern Sebi gesagt, nach dem Stream, ich komme so gegen, vielleicht so gegen 21:30 Uhr mal 22 Uhr online, teilweise auch erst gegen 23 Uhr oder so. Und ich weiß, selbst schon fast schon um 21 Uhr weiß ich, du wirst das keine Leute finden, selbst als Tank nicht. So, und dann, das ist halt einfach ein verdammt blödes Gefühl, ehrlich gesagt. Klar, jetzt kann man sagen, ja, aber Tobi, du musst doch eh noch deine Berufe auf dem Priester nachholen, weil es war ja ein Premage-Char, den habe ich geboostet,
Hab also Blizzard Geld geschenkt, damit ich Ja. halt nur die 10 Level machen musste, was schon gereicht hat. Weil es zeitlich wirklich dann nur mit dem Gear nachholen und so. Es war genau das Richtige, den Chart zu boosten, sonst hätte ich nicht rerollen können. Hätte nicht funktioniert. Aber ja, das Problem habt ihr auf Allianz-Seite ja nicht. Da habt ihr halt einfach wirklich ganz, ganz viele Spieler, eine riesige Spielerschaft und Spielerinnen. Und ja, auf Horn-Seite sind wir da. Ich meine, ich habe immer gesagt, mich triggert das nicht und so. Es triggert mich an sich auch nicht, aber wenn es wirklich darum geht, dass wir halt noch die T-Items brauchen und auch noch ein paar Items an sich brauchen, auch mit den Main-Chars, vom zweiten, dritten Char spreche ich ja jetzt gar nicht. Und du halt Ja. weißt, du kommst online, du weißt aber, du kannst nichts machen. Das ist halt, selbst als Tank und Heal, das finde ich persönlich sehr, sehr anstrengend. Und wie ist das auf Allianz-Seite? Ich meine, du levelst ja gerade und weißt du, ich meine, du kennst mich. Was habe ich mir überlegt, als ich gesehen habe, dass du auf Allianz-Seite levelst? Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass du früher immer angeboten hattest und gesagt hast, ihr könnt gerne zusammenspielen, dies, das und alles. Ja. Ist richtig. Aber ja, so WoW Classic habe ich jetzt zum Beispiel wieder einfach angefangen, um abzuschalten. Ja. Und Ist auch ein geiles Game, um abzuschalten. Das Leveln ist unfassbar angenehm. ja, ich habe immer Allianz eigentlich so zuletzt gespielt, auch wenn ich da nie ein Problem mit habe, egal ob Horde oder Allianz oder so, ne? Also es war mir eigentlich immer egal, tatsächlich. Aber ich weiß, dass ja meine Kollegen immer gerne Allianz gespielt haben. Und ich hätte, beziehungsweise habe so eigentlich damit gar nicht gerechnet, dass jetzt noch andere mitspielen wollen. Und ich habe das als Solo-Charakter gemacht, ne? Deswegen habe ich auch einen Jäger Ja, genommen. I know. So, sonst hätte ich eigentlich einen Mage eher gespielt oder was weiß ich nicht. Aber habe so einen Jäger genommen hier und jetzt spielt Shots mit, Alex mit und wir haben ja jetzt auch relativ neu eine kleine Level-Gilde bekommen und kriegen da auch eigentlich relativ gut Zuwachs. Also habt Ja, ihr die und gegründet oder seid ihr gejoint? ja, genau. Nee, wir Ah, haben die gegründet. okay. Und ja, es macht relativ viel Spaß. Ist halt nur immer schwierig, denn zu streamen, denn immer ein Auktionshaus zu gucken, denn neue Leute akquirieren, also anschreiben und so, ne? Und mit der Gilde interagieren und dann kommt man gar nicht so viel zum eigentlichen Spielen. Ja, Das wem ist halt, sagst du das? Ich meine, ja, das ist recht anstrengend, ey. also das meiste, was ich in WoW gemacht habe, abseits von Raiden und Mystic Plus, ist, glaube ich, wirklich auf alle Jahre gesehen Rekrutierung. Ich glaube, Ja. ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich geschrieben und gesprochen habe. Ich denke mal, es sind Hunderte, ehrlich gesagt, wenn man all die Jahre Ja. rechnet. Es ist insane eigentlich. Und von daher, ich kenne das gut, aber so das klingt, auf unserem Server, ich sag mal so, wenn wir gesagt hätten, dass man bei uns nur mit raiden kann, wenn man in der Gilde ist, glaube ich, hätten wir maximal einen Raid voll bekommen irgendwie. So. Ja, klar. Aber ich habe relativ schnell gesagt, nee, man muss nicht in der Gilde sein, es ist keine Gildenpflicht. So. Das ist halt extrem wichtig. Das war ja vorher nie, also keine Ahnung, bei Karlsbrawl.eu, wir hatten ja eben in TBC Classic hatten wir eine 25er Raid-Gilde und da waren alle in der Gilde, die mitgeraidet haben, es sei denn, es waren Randoms und wir haben auch hinterher aus einer Gildenpflicht gemacht. Das heißt, als wir wirklich dann mit 25er anfangen wollten, wurde daraus eine Gildenpflicht. Gut, wir haben nur 4 IDs im ganzen 25er geraidet oder so oder 5 IDs, aber ist ja auch egal. Also ich meine jetzt im Hinblick, als der neue Content dann kam. Ja. Da haben wir dann halt nur, ich glaube, also als der, was war denn das? Als die AI, also hier Kel'Thas und was andere? Serpent Shrine Cavern, also hier SC und so kam, da waren es glaube ich nur drei oder vier, ich glaube maximal drei IDs oder so, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wir haben nicht lange den wichtigen Content in dem Sinne gespielt. Aber ja, da war es halt so, dass wir dann wollten, ihr könnt euch das anschauen, da waren es halt viele Randoms. Aber dann joint ihr bitte. So, das habe ich jetzt direkt für WoZLK sehr, sehr schnell auch schon aufgegeben, ehrlich gesagt, weil ich gemerkt habe, bringt sowieso nichts, weil dann kriegst du noch weniger Spieler. Und es ist auch okay, weil ich muss halt sagen, ich bin ein Freund von diesem Community-System, gar nicht mehr so ein Gildensystem. Ich finde, Gilden sind einfach nicht mehr zeitgemäß.
Ich meine, in Retail ist es total übertrieben. Da kannst du die Allianz und Horde spielen. Das ist, finde ich, ein bisschen zu übertrieben. Aber ich finde halt einfach so, wie jetzt in Retail, dass du eine Community, also eine Community hast, mit dem Chat zusammen und du hast halt Discord. Ich finde, das reicht persönlich aus. Ich finde, da muss nicht unbedingt ein Gildentitel drüber stehen. Vor allem, du darfst nicht vergessen, dass es zu dem Zeitpunkt ja keine richtigen Gildenstufen und so ja gab in The Wrath of the Lich King. Das kam ja erst, glaube ich, mit Cataclysm oder so. Von daher, also mich persönlich triggert das gar nicht. Ich persönlich finde das, ist das ein Vorteil, weil man so einfach schneller Leute irgendwie, zumindest ein paar Leute eben finden kann. Aber ja, ich verstehe den Gedanken dahinter und zu meiner selbstgestellten Frage, ich hatte überlegt, na, guckst dir vielleicht mal die Allianz-Seite an auf Classic. Okay. Aber sind wir ehrlich, die Zeit, die habe ich aktuell nicht. Also, wenn ich darüber nachdenke, dass ich vielleicht sogar morgen tanken muss, mein Paladin, der noch nie WoW getankt hat, aber jetzt halt angefangen hat, weil es teilweise keine andere Wahlmöglichkeit gab, weil du nicht mal Fünfer Dungeons als Heal teilweise machen kannst. Und ich finde, das macht eigentlich schon gut Spaß, aber das Gear ist halt noch schwierig und ich weiß nicht, ob ich das wirklich hinbekomme. Allein, dass ich darüber nachdenke, bedeutet für mich, okay, da müsstest du jetzt theoretisch noch so viele Marken holen und so. Das heißt, dieses, ich twinke mal aus Just for Fun und so, das gibt es gerade nicht. Also, da ich das jetzt gerade schon wieder, in dem das Projekt ja weiter ausgebaut wird, von einer ersten Zehnergruppe zu einer zweiten Zehnergruppe, was ja ein großer Schritt ist, ich meine, das ist eine Verdoppelung der Spielerschaft. Also, ich Ja. glaube, alle Leute, die jetzt in Invites sind, wirklich jetzt Accounts gerechnet sind, glaube ich, 17 Leute. Also, das ist jetzt nicht mehr so wenig wie, ja, ich meine, du erinnerst dich. Du hast ja gerade von der Gamescom gesprochen. Du erinnerst dich an die Gamescom letzten Jahres, als wir da ganz schön, das war ja so geil, es war ja so ein geiler Abend und es war so schön warm alles und es war einfach herrlich. Und wie ich versucht habe, dich zu rekrutieren, gesagt habe, ja, ich mache das ganz gechillt und so und das wird so ganz kleines Ding und so. Und du erinnerst dich, wie ich gesagt habe, naja, ich bin ja im Moment eigentlich zum Großteil noch allein, aber es kommen so langsam ein paar Leute. Und jetzt vergleich das mal. Das ist mir jetzt wieder vor ein paar Tagen wieder bewusst geworden, wie krass sich das entwickelt hat. Von Tobi ist im Juni letzten Jahres noch komplett alleine. Der Charakter steht irgendwo in der Pampa rum. Er hat ein Dreivierteljahr oder so, fast ein Jahr Pause gemacht. Er kam von Final Fantasy zurück. Wollte eigentlich WoW, also erst zu WoW Retail, dann kam aber Mental Breakdown, Ende der Beziehung, bla bla bla. Dann einfach Just for Fun mal Stream angemacht und ein bisschen Paladin gelevelt. Und dann einfach, sage ich mal, ich weiß nicht, wann war denn das? Das war mal im Juni letzten Jahres und dann jetzt Februar 2023. Es ist halt krass, wie sich das entwickelt hat. Also früher hätte ich gesagt, ich habe es mal wieder geschafft, aber heutzutage ist mir das halt nicht mehr so wichtig, weil mir ist einfach nur wichtig, dass es halt einigermaßen gut läuft und dass wir vor allem halt kontinuierlich raiden können. Das ist mir halt wichtig, dass es den Leuten das Spaß macht. Ich bin aber auch ehrlich, dass ich teilweise in letzter Zeit auch ein bisschen mehr auch auf die Performance schaue, weil wenn du halt nur einmal die Woche raiden möchtest, oder raiden kannst besser gesagt, und ich möchte ja auch keinen dazu zwingen, dass wir einen zweiten Raid-Tag haben, von daher haben wir maximal, wenn wir ein bisschen überziehen, halt so 3,5, ganz krass gesagt, vielleicht mal 4 Stunden Raid, das ist nicht viel, dann ist halt schon mein Gedanke, bisschen mehr pushen, bisschen mehr Gas geben, wäre vielleicht ganz nett so gerade. Und nicht gleich am Trash gerade sterben, wo der Trash nichts macht, so in der Richtung. Und Oh lustigerweise shit. hatten wir das halt gestern. Die Bosse waren irgendwie so meistens so First Try, es sei denn, es war irgendeine Umstellung und so Kleinigkeiten. Aber ich sag mal so, wenn das das normale Line-Up gewesen wäre, wäre das alles First Try gewesen, dann wären wir bei Mimiron gewesen. Progress Boss, den hatten wir vorher nur ganz kurz gesehen mit 9 Leuten. Und ich glaube, gestern lag der im dritten Versuch oder so, oder vierten Versuch, ich weiß nicht genau. Aber das meine ich halt. Also trotzdem soll es halt Spaß machen, aber die Performance muss halt irgendwie auch stimmen, finde ich persönlich. Ja, klar. Und ja, es ist Also einfach ich. krass zu sehen, wie sich das alles wieder entwickelt hat. Also das ist halt, das ist genau wie mit dem Podcast. Ich finde, das wird einem nie so richtig bewusst, es sei denn, man denkt richtig drüber nach. Ja, das stimmt. Zum Thema Performance noch kurz. Ich habe damals, also ich bin ja eh so ein Casual-Spieler, ne? Aber Ja, für ich mich weiß. ist, wenn Ja, aber in ich. Final Fantasy nicht so ganz. Ja, da will ich jetzt drauf zukommen. Das Ding war, in Final Fantasy war das erste Mal, wo ich, ja, Anführungszeichen, richtig harten Content gemacht habe, ne? Beziehungsweise, sagen wir harten Content, ne? Ja. Wo wir damals Zodiac Extreme gemacht haben.
Oder Ja, danach okay. Heidelin. Ich Also habe es den war nur normal damals, als gespielt, es, das hat mir schon gereicht, echt. Also das war schon ja, hart. als es dann released wurde, war das halt echt knackig, ne? Ja. Und wir hatten da ja auch dran zu kämpfen und dementsprechend groß war die Freude, aber ich sag mir mal so, wenn ich weiß, dass es das harter Content ist, dann will ich auch, dass alle im Team ihr Bestes geben, ne? Und nicht so, ja, wird schon irgendwie gehen, so, ne? So mit dieser Einstellung rangehen. Also da erwarte ich von allen, dass sie wirklich Bestleistung geben. Das war damals in Destiny 1 so, als der erste Raid hieß damals Kammer des Lichts. Da gab es halt auch den Normal Mode, da war dann irgendwann easy peasy, ne? Da haben wir den jeden mitgenommen. Aber der Hard Mode, der war damals schon auch knackig, ne? Als dann noch nicht die Erweiterungen mit draußen waren. Und da haben wir auch nur die Besten aus dem Clan halt mitgenommen, ne? Weil wir wollten, dass jeder halt ja Gas gibt und weiß, was er tut, ne? Und nicht so ein bisschen Larifari oder so zum Wochenende mal abends 2 Stündchen spielen. Also das nehme ich dann halt schon echt ernst, wenn ich dann wirklich in Raids oder harte Inhalte gehe. Das Ja, erwarte ich dann auch von anderen. aber also es ist nicht mehr so wie früher, ehrlich gesagt. Früher habe ich ja Mystic Raid in Retail und da war es halt wirklich so, weiß ich nicht, da war ich halt auch verbissener. Das Wichtigste, was ich immer auch sehe, ist halt einfach dieser, wie ich gesagt habe, das Freitagabend war für mich halt immer dieses irgendwie, man kommt ins Wochenende und man labert einfach mal kompletten Bullshit und man lacht nur rum und macht nur Blödsinn, aber man genießt einfach die Zeit. Und es hat angefangen im Retail, wir hatten so eine Community und da hat das Ganze ja eigentlich angefangen, auch mein Gedanke und so dahinter. Und ich weiß noch, die beste, also es ist vielleicht nicht die beste Raid-Zeit gewesen, aber es war mit Abstand die lustigste. Also wenn ich mir heute noch, ihr könnt euch ja, die ganzen Listener und so, die sind ja meistens eh von YouTube, wenn man nicht gerade nicht live dabei ist, aber auf YouTube gibt es ja diese Clips, ja, also hier die besten Clips, whatever, irgendwie Playlist. Und einige sind noch von früher, das war in Battle for Azeroth, letzter Content-Patch, Raid of Nyalossa, oder wie der hieß da, Nyalossa. Und da gibt es halt so Momente, wo, wie gesagt, das ist jetzt gefühlt schon wieder 2,5 Jahre so her, 3 Jahre, ich weiß es nicht. Bei WoW vergisst man eh die Zeit, man rechnet nur noch in Addons, kennst du das? Also ich kann dir nicht sagen, welche Jahre es sind. Ich kann dir sagen, welches Addon das war, welcher Oh Raid-Content. shit. Also so ist das heutzutage. Naja, auf jeden Fall. Und also da hatten wir diese Community-Raids. Das war so ein bisschen wie der Gedanke jetzt sonntags, jetzt vor dieser Umstellung jetzt auf 2.10er-Raid, war dieser Gedanke wie, ja komm, wir nehmen einfach jeden mit und jeder hat Bock drauf und kann jeder, wir labern einfach nur Blödsinn und haben einfach eine tolle Zeit. Und das hat auch einfach so viel Spaß gemacht, dass da so Clips entstanden sind. Also ich lache mich persönlich da heute noch sowas von drüber tot. Einfach so ein Clip, um mal zu verstehen, warum das halt so locker war. Wir sind gerade am Trash und da sagt irgendeiner, ich meine, du kennst die ganzen Namen nicht und die meisten, die sich das anhören, kennen die Namen vielleicht auch nicht. Aber Markus, sprich damals unser Rested Druid, Veranicus und Moritz, den kennst du bestimmt, weil das ist halt in gewisser Weise ein bisschen Co-Mod, der ist relativ oft im Stream, zum Beispiel Samstags, ich mache mit dem auch heute noch M-Plus und so, in Retail gleich und so. Auf jeden Fall, und da kommt irgendwie so ein dummer Spruch wie irgendwie, ja, ich muss nur kurz aus der Tür rausgehen, da bin ich am Penny. Und dann alle so ein bisschen am Giggeln, ich auch, und dann sagt irgendwie Markus so, ja, du wohnst doch im Penny. Das sind halt so Sachen, eigentlich ist das Ja, in dem normal. Moment. Also, wenn man sich das so anhört, ist das gar nicht lustig, aber in dem Moment unfassbar. Ja. Also, es ist diese Community-Raids, ich sag mal, diese lockere Atmosphäre und trotzdem, dass man, also, es war so, dass es trotzdem nicht schlecht war. Also, wir haben den Content auch zumindest Heroic gecleared und wir haben zwar viele mitgenommen, aber es war trotzdem spielerisch so, dass halt zumindest, ich sag mal, die Besseren, die Schlechteren irgendwie so ein bisschen outperformen konnten, dass wir das eben hinbekommen haben. Aber trotzdem, der Gedanke war ganz klar, dass der Spaß im Vordergrund steht. Und das war vor allem der Gedanke für mich, warum ich in WoW Classic, als ich komplett alleine da stand, ich war komplett alleine auf dem Server. Also, als ich wieder im Juni angefangen habe, oder wann, ja, ich glaube Juni, da hat Sebi nicht gespielt, unser aktueller Main Tank. Moritz war noch in Retail. Jesse hatte seit Jahren kein WoW mehr gespielt. Die anderen, die mit mir vorher noch in der Raid-Leitung waren, im 25er Raid in TBC, die hatten schon alle den Server verlassen. Ich war wirklich der Einzige,
Und der Char war nicht mal ansatzweise überhaupt Level 60. Also der war noch weit von Level 70 entfernt. Und von Ja. daher, das war eine ganz besondere Zeit. Aber ja, ich glaube, du kannst es ein bisschen nachvollziehen, weil du hast ja auch so ein bisschen so Community-Dinge ja in Final Fantasy probiert und hast mich ja unter anderem damit eben auch angesteckt, wenn ich ehrlich bin, so in die Richtung. Zumindest in Final Ja, Fantasy. tatsächlich schon. Also ja, momentan ist so Stream-Idee-mäßig bei mir ganz schwierig. Ich mache einfach und, ne, und gucke, ob ich Bock habe oder nicht. Deswegen, ich habe zum Beispiel auch kein festes Spiel. Aber damals, da hatte ich mir wirklich Aber Gedanken gemacht. noch Ne? nicht Diablo 4. Ich sag's. Aber gut, rede Ja, weiter. da kommen wir auch vielleicht gleich, glaube ich, noch zu. Ja, und damals, ich weiß noch, das war nach dem Spiel Schalke gegen Düsseldorf. Also den Tag werde ich halt auch nie vergessen. Das war, glaube ich, im September damals noch. Da war Alex hier bei mir zu Besuch. Genau, da hast du mal von erzählt. Erzähl mal. Das hast du, glaube ich, off-stream erzählt, bei der Gamescom. Na, und ja, da war das dann so. Ich habe aus Spaß gesagt, ja. Ich glaube, ich zock Final Fantasy 14, sag ich so. Und der war da so in der Zeit, wo er das gespielt hat, immer und unbedingt, dass ich auch spielen wollte, aber ich wollte halt nicht. Und dann sagte, boah, wenn das jetzt spielst, weil ich glaube, er hatte nur die Nintendo Switch dabei. Das war damals die Zeit, als Pokémon Infinite die Demo da war, und man zusammen zocken konnte. Hat er gesagt, wenn das jetzt anfängst, dann fahre ich nach Hause, damit wir zusammen zocken können. Ja. Und dann habe ich das tatsächlich angefangen und den Stream auch angemacht. Und ich weiß nicht, aus irgendeiner Idee heraus habe ich halt angefangen, alles vorzulesen. Ne? Und das war irgendwie von Anfang an, wurde das direkt so krass angenommen und Ja. die Community kam nach und nach ja dazu. Ne? Also ich kannte die ganzen Leute, die jetzt so ab und zu in den Streams mit dabei sind, kannte ich da noch gar nicht. Ja, und irgendwann war das halt so ein Selbstläufer. Ne? Das war ja Daily teilweise 10 Stunden am Tag oder so. Und ja, irgendwann war das dann halt für mich, hatte ich denn so den Bruch, ich konnte das nicht mehr, ne, so körperlich auch gar nicht, ne, also das zehrt ja so auch an der Ja, auf jeden geistigen Fall. Fitness, sage ich Auf mal, jeden ne. Fall. Also ich war so durch. Und irgendwann, so nach einer gewissen Zeit, hatte ich dann überlegt, ey, komm, das wäre nice, wenn du so ein autarken Charakter dir erstellst, ne. Daraufhin gab es ja die Asuna Yuki, wo ich alles selber gesammelt habe und mir selber alles hergestellt habe, also bis dann im 50er-Bereich, am Ende von A Realm Reborn war das, da gab es ein paar Sachen, die musste ich einfach kaufen, ne? Das ging einfach nicht herzustellen, weil es zu langwierig gewesen wäre. Ja. Aber so im Großen und Ganzen immer alles selber gemacht und das wurde auch von der Community so krass angenommen. Und ja, wie du gesagt hast, das waren dann auch nicht jeden Raids, weil im Final Fantasy hatten die halt alle ihre Gilde und das waren auch immer nur Community Raids gewesen, wie bei dir halt, ne? Und ja, die Community, die ist da so krass angewachsen im Final Fantasy, aber ich würde da jetzt, glaube ich, keinen Fuß mehr so fassen können, tatsächlich. Habe ich für mich das Gefühl im Final Fantasy 14. Deswegen gab es jetzt für mich zum Beispiel die Entscheidung, entweder machst du Final Fantasy 14 weiter, wo du aber nicht so hundertprozentig Bock drauf hast, oder du gehst im Final, na, im Final, alles klar, in WoW Classic rein, wo du weißt, so ohne Add-ons hat dir das richtig Spaß gemacht, da mit den Solo-Priester, da hatte ich da das YouTube-Projekt und da das machst du Ja, ich jetzt erinnere wieder. mich. Und ja, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß und ja, das macht einfach Laune, denn abends da 1, 2 Stunden reinzugehen, ein bisschen zu questen und so, die Levelphase. Deswegen, weil da muss ja in Classic halt noch was tun. Deswegen ist Classic für mich immer mehr ja, spielenswert, sage ich mal, wie Retail, weil da bekommst du in der Levelphase ja so viel hinterhergeworfen, sage ich mal. Du musst ja erst wirklich alles, wenn du im Endgame bist, die Sachen erarbeiten. Aber in Classic musst du halt schon gucken, dass du in der Levelphase da dir Mühe gibst, sage ich mal, Zeit investierst. Und das finde ich halt das Coole.
Ja, das stimmt, aber in Rusty Lich ging es auf jeden Fall alles entspannter. Also, Ja, wenn das du auf jeden mal Fall. wirklich was richtig Krasses erleben möchtest, WoW nochmal in einer ganz anderen Version, da musst du auf so einen Classic-Era-Server mal gehen. So wie es jetzt mit Tashi jetzt mit seinem Projekt da hatte, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir das mal irgendwie anzugucken. Die Mitschnitte mal, die müssen auf Twitch sein, weil. Keine Ahnung, also nur, dass du es mal verstehst, oder dass die Leute, die es vielleicht noch nicht kannten, mal verstehen. Das Projekt sollte, ich glaube, 48 Stunden maximal gehen. Und es ging darum, wer als erster in der Community Level 30 schafft. Level 30. Ja. So. Und ich glaube, die Person war nach. Ich weiß nicht, ich schätze mal nach 20 Stunden oder 24, über 20 Stunden irgendwann am Level 30. Das muss man sich mal vorstellen. Gespielten Stunden. Also, das ist. Erstens war die super schnell, aber da sieht man einfach mal den Unterschied. Wenn du heutzutage Wrath of the Lich King Classic, also wenn du, sag ich mal, von Level 70 bis 80 leveln würdest, da brauchst du keine 20 Stunden, um Max-Level zu sein. Also, vielleicht knapp, aber das ist halt auf jeden Fall krass, wenn man überlegt, dass man damit nicht mal die Hälfte überhaupt davon hinbekommen hat. Also von daher, das ist halt auch die Talente und das ist viel langwieriger und so. Ich persönlich, das ist immer so ein bisschen bei mir im Kopf. Ich finde das immer noch cool, irgendwie das nochmal zu erleben. Aber erstens guckt sich das kein Schwein mehr an und zweitens ist einfach nur anstrengend. Du hast ja gerade Final Fantasy angesprochen und dreimal darfst du raten, was ich auf jeden Fall, ich meine, wir kommen jetzt mal zum Thema Diablo 4. So, weil Diablo 4. Ich kann es ja mal jetzt als World Premiere raushauen. Ich bin ja dabei, mir zu überlegen, das habt ihr vielleicht mitbekommen im letzten Talk. Quatschbrick 24 war ja darüber, dass ich ja, warum ich immer noch an meiner Diablo 4 Coverage festhalte. Und sie soll auch die Tage erscheinen. Also es soll wirklich losgehen. Und ich bin jetzt gerade dabei. Also ich hatte wirklich wenig Zeit letzte Woche. Aber immer dann, wenn der S-Bahn ein bisschen Zeit war, ganz lustige Anekdote, by the way. Ich hatte kein mobiles Internet, fast 2 Tage lang. Oh Und nein. ja, das ist halt wirklich, so wie das klingt. Ich bin ja so internetabhängig auch für den Job. Also ich gucke halt in dem ersten Job teilweise aufs Handy, damit ich weiß, dass ich nachmittags und abends arbeiten muss, so in die Richtung. Und als das aber nicht ging, wusste ich teilweise um, ich sag mal, 16 Uhr noch nicht, was ich nachmittags arbeiten muss. Und da denkt man so, ja, es Oha. ist ja jetzt nicht das Ding, aber das ist für mich halt einfach so, es ist viel besser, wenn ich das schon mal einordnen kann und dann kann ich schon mal durchgehen. Muss ich gleich anrufen? Kann ich das irgendwie einteilen? Muss ich das sofort erledigen? So in die Richtung. Und von daher, das war für mich schon ätzend. Was aber genauso ätzend war, dass ich keine Musik hören konnte, weil ich höre, das wisst ihr alle, das sage ich jedes Mal, ich höre von morgens bis abends Musik. Diese AirPods, die sind so schnell leer, weil die einfach wenn ich auf der Arbeit AirPods benutzen dürfte, würden die dann auch benutzt werden. Und daher, Richtig. ich bin komplett Musik, wirklich, ich bin süchtig danach. Also ich höre wirklich von morgens bis abends Musik. Und das ging halt auch nicht. Und da stand ich da wirklich so in der S-Bahn und es war auch gerade kein Platz da. Also stand ich da so an. Das ist wieder so ein Bild für die Götter. Stehe ich da in der S-Bahn auf dem Weg nach Köln an der Tür und denke mir so, okay, das Handy kannst du trotzdem da benutzen. Dann mach dir doch jetzt Gedanken darum, wie können denn deine Kategorien deiner Diablo 4 Coverage lauten? Und jetzt, Weltpremiere, Stand jetzt. Ihr könnt mal sagen, oder du kannst erstmal dazu sagen, was du davon hältst. Ich habe mir überlegt, jetzt wird es richtig cringe, das ist mir egal. Der Haupttitel meiner Diablo 4 Courage soll könnte lauten: Vorher friert die Hölle in der Quatschfabrik zu. Und die Kategorien lauten: Lilith Coming, ja, so wie London Calling natürlich, wie London Calling, also Lilith Calling. Der Ja. Teufel steckt im Detail: Fabriziös, begeisternd und La Comunidad Diabola. Ich erkläre Synchro. das. Ich erkläre es ganz kurz. Also erstmal, vorher friert die Hölle zu, kennt jeder, aber jetzt eben in der Quatscherei. Das andere, Lilith Calling. Da geht es vor allem darum, was habe ich mir überlegt? Ja, da geht es, glaube ich, um
Okay, wir fangen mal an mit der Teufel steckt im Detail. Da geht es eher um Gameplay-Aspekte. Ich möchte es ja aufteilen in so vier Kategorien. Das heißt Gameplay, da geht es darum, welche Klasse möchte ich spielen, welche Skillung. Weil du kannst ja zum Beispiel Rogue, also sprich Schurke, kannst du ja auch als Range oder als Melee spielen. Ich möchte auf jeden Fall als Range spielen. Wobei ich immer noch nicht genau weiß, welche Klasse ich spielen möchte, aber das wäre jetzt so der Gedanke. Dann Fabriziös Begeistern, da geht es darum, meine Begeisterung überhaupt für dieses Genre. Warum Diablo? Was war das Besondere an Diablo 2? Wie bin ich überhaupt zu Diablo 1 damals gekommen und so? Also sprich so ein bisschen Richtung Lore, aber eher die Begeisterung für dieses ganze Universum. Und dann La Comunidad Diabola, da geht es natürlich um Community-Content, den ich ja auch jetzt schon überlege, was man Diablo 4 so an Community-Content machen kann. Also sprich, kann man so Events veranstalten. Man könnte so Level-Events veranstalten, dafür dann irgendwie so einen Amazon-Gutschein für den Gewinner und so. Ich habe da auf jeden Fall schon einiges im Kopf. Aber ja, da bin ich halt gerade dabei, mir so die Kategorien zu überlegen. Und jetzt ist die Frage, du kannst auch ehrlich sein, kannst auch sagen, findest du mega scheiße. Wie findest du den Haupttitel Vorher friert die Hölle in der Quatscherweg zu? Vielleicht ein bisschen lang, aber Das so an stimmt. sich ansonsten gar nicht schlecht. Ja, aber Vorher friert die Hölle zu, finde ich, dann kommt Quatschmeck nicht vor, weißt du? Aber Ja. okay, vielleicht in der Fabrik, weiß ich noch nicht. Aber okay, wie findest du die Kategorie Lilith Calling statt London Calling? So an sich ganz nice, aber das London Calling, das sagt mir nichts. Ist das irgendwie aus einer Serie oder vom Film oder ist das ein Lied? Ja, das bezieht sich halt vor allem auf diese Faszination von London halt. Es geht halt Ah, um okay. viele Filme und Serien, die halt damit was zu tun hatten, so in die Ah, Richtung. ja, aber mit Lilith Calling, wenn du es damit dann verbinden kannst, ne, mit der Faszination Diablo, warum nicht? Genau, ich überlege nur gerade, welche Kategorie das sein soll. Das eine ist halt Gameplay, das andere ist die Lore, beziehungsweise das Universum. Dann haben wir Community Content und das war. Ich weiß gerade selbst nicht genau, muss ich mal nachgucken. Aber ja, vielleicht fällt eins davon auch weg. Ich finde auch zu viele Kategorien ist auch schwierig. Aber irgendwas, es waren auf jeden Fall vier Kategorien, also irgendwas habe ich vergessen. Aber das kann man ja nachgucken. Vielleicht finde ich das ja auch direkt jetzt hier gerade. Ich habe das ja alles, ich schreibe mir immer alles auf den Notizen, kennst du das auch? Auf Notizen auf dem Handy, also im iPhone, schreibe ich mir immer alles in die Notizen rein, weil es halt so schnell geht und weil man das irgendwie alles so schnell dann auch nachlesen kann. Aber ja, ich suche es gerade. Vielleicht finde ich es auch. Weil ich habe ja eigentlich die Beschreibung immer auf dem Handy schon fertig gemacht. Quatschbrick 22 ist das Falsche. Let's go, Quatschbrick in 2023. Das ist also das Bild. Adventskalender. Nee, ich glaube, ich finde es gerade nicht. Egal, kann man ja nachlesen. Aber mir geht es darum, Diablo 4 soll auf jeden Fall mein Main Game werden dieses Jahr. Also, ich meine, ich will mich ja nicht irgendwie rechtfertigen und so, aber wenn man sich so meinen Discord anschaut, gerade Syrion irgendwie, die rechnen alle damit so ein bisschen, dass halt Blizzard ist richtig verkackt. Also Syrion, so lieb ich den auch hab, aber der steht da jetzt schon, er sitzt da schon vor seiner Tastatur und wartet für mich darauf, dass er im Juni irgendwann schreiben kann, haha, ihr habt es nicht hinbekommen, so in die Richtung. Weil er war halt damals ein großer Blizzard-Fan, aber ja, Blizzard hat ja vieles verkackt über die Jahre und das muss man einfach so sagen. Aber ich habe immer gesagt, dass Diablo 4 für mich halt so wichtig ist, weil es nicht nur das Game ist, sondern weil du das, was du gerade ein bisschen besprochen hast, dieses eine Community aufbauen, beziehungsweise Leute schnell dazu zu holen, das, was gerade in Classic so schwierig ist, was in Retail Ja. so viel einfacher ist, einfach Leute adden, mit denen was zusammen zu machen. In Classic geht das nicht. Die müssen auf dem Server sein, die müssen die Fraktion spielen, die müssen das Level haben und die müssen das Item-Level haben. Und von daher, da ist halt Diablo 4 zum Beispiel, was das anbelangt, einfacher oder wie Retail und vielleicht sogar auch ein bisschen Final Fantasy 14. Aber ja, und deswegen Diablo 4, ich weiß nicht, meine Vorfreude ist einfach so riesig und ich erwarte da einfach, dass es einfach vielleicht die beste Zeit überhaupt wird, weil ich eben auch nicht weiß, wie das auch arbeitstechnisch dieses Jahr bei mir wird. Und ich weiß nicht mal mehr genau, wo ich Ende des Jahres oder so vielleicht sogar wohnen werde. Und von daher, weil das halt alles so in der Schwebe ist, möchte ich halt einfach diesen Sommer einfach nochmal so ein richtig krasses
Community-Feeling haben, weil es sein kann, dass es halt Ende des Jahres oder schon im Herbst irgendwie alles anders ist und dass ich das einfach auch zeitlich nicht mehr so hinbekomme und dass selbst vielleicht sogar die festen Streams und so, dass die halt weg sind, ehrlich gesagt. Kann halt alles sein. Ich merke gerade, dass ich hier was eingeblendet habe, was wir nicht brauchen, nämlich irgendwie den Rahmen. Oder? Nee, sah nur so aus, okay. Ja, also, deine Meinung zu Diablo 4. Planst du was? Willst du auch was streammäßig machen? Könnten wir zusammen kooperieren? Das ist natürlich die wichtigste Frage. Kommt da irgendwas Größeres? Oder sagst du, ey, ich guck's mir an und ich brauche auch keine Vorbestellung und ich will auch keinen Early Access und so? Wie sieht's bei dir aus? Die eigentlich sollte jetzt ja im Februar, glaube ich, die Open Beta kommen für die Deluxe-Vorbesteller, ne? War da nicht irgendwie was? Oder generell die Beta für die Deluxe-Vorbesteller? Ja, die Open Beta. Also Open Beta ist völlig egal, ob du es vorbestellt hast oder nicht. Okay, ja, also zumindest sollte irgendwas für Die Deluxe-Vorbesteller jetzt sollte eigentlich ja relativ im früh Februar kommen, kommen, ja. ne? Aber die kommt wohl erst im Aber April. ja, finde ich gar nicht schlimm, weil jetzt im Februar hätte ich kein Geld dafür. Deswegen, also ja, für mich ist es eigentlich auch das, wie für dich auch, das Game des Jahres tatsächlich. Das, wo ich mich am meisten mit drauf freue, weil ich lieber auch Hack and Slay spiele tatsächlich, weil man da auch einfach stumpf abschalten kann, ne? Sind wir mal ehrlich. Ne, mega gut. Ja, ist richtig. Und ich plane auch auf jeden Fall Streams. Klar, wie bei Diablo Seasons habe ich auch immer gerne gestreamt Apropos, tatsächlich. ganz Hierbei kurz, wirst du Season 28 streamen? kann ich Stand jetzt nicht sagen, weil ich habe tatsächlich gesagt, wenn bei Diablo, wenn bei Mai Yoga, also mein Gehirn ist nicht mehr ganz so da nach dem Arbeitstag heute, Ich kenne das. wenn bei WoW das mit der Gilde gut anläuft, dann wird es eher schwierig, weil ich mich Klar. tatsächlich auf WoW fokussieren möchte, dann um die dann nicht ja, alleine sitzen zu lassen. Aber ansonsten hätte ich es schon gespielt, ja. Aber so ist, wie gesagt, jetzt schwierig. Ich meine, die Season geht da tatsächlich ein bisschen. Ne? Man muss ja nicht direkt am Anfang den reinballern oder vielleicht meist am Anfang ein bisschen und lass später schleifen. Ich kann es noch nicht fest sagen. Ja, also bei Kommt ja, mir ist glaube ich, so, ja. erst Ende Februar, glaube ich, ne, zum 27. hin habe ich gehört. Ja, ich Also glaube, am letzten 19. ist, Freitag. glaube ich, die Season 27 vorbei und 28, glaube ich, ja. Ich weiß auch nicht genau. Also ich will sie auf jeden Fall spielen. Ich habe mich natürlich noch nicht informiert, was ich eigentlich nie mache. Was auch so ein bisschen das Problem für mich darstellt mit Diablo 4, weil auf der einen Seite möchte ich natürlich mit der Coverage sehr früh anfangen. Aber ich möchte halt auch nicht, ja, weiß ich nicht, ein halbes Jahr vorher schon einfach jedes Detail kennen, weil ich einfach jedes Video von Jesse Rocks in dem Sinne mir anhören muss, um zu Diablo 4 was sagen zu können. Das ist natürlich ein bisschen schade. Also das ist halt so dieser Zwiespalt. Du willst auf der einen Seite früh damit anfangen, willst aber auch dich so ein bisschen halt vielleicht nicht zu sehr irgendwie outburnen, so in die Richtung. Das wird ein bisschen so nicht so einfach. Auf der anderen Seite, diese Open Beta wird nicht lange gehen und ich glaube, dass da einfach jeder daran teilnehmen kann. Von daher werde ich auch Ja. mal schauen, wie das halt auch streammäßig so ankommt. Ob man da vielleicht schon irgendwelche Kooperationen oder so hinbekommen könnte. Ich meine, vielleicht siehst du es auf Instagram, aber ich like von dem Herpy sehr viel. Herpy geschrieben. Das Okay. ist halt ein Diablo-Streamer vor allem, der spielt also Moment aber die ganze Zeit hier, wie heißt das, dieses Tarkov da. Ja. Aber ja, und ich habe schon ein bisschen rumgeblödelt letztes Jahr, dass wir auf jeden Fall was zusammen machen wollen. Ich habe es dann nochmal unterstrichen und ich glaube, es wird auch so ein bisschen kommen. Und ich freue mich da einfach drauf und ich glaube halt einfach, so wie das klingt, es gibt so viele Leute, die gerade Diablo 4 kritisieren. Ich kann es ja auch nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt einfach, welches Spiel kann mich, also du hast gesagt, ist das für dich, ist es das Spiel des Jahres? Für mich ist es Für das mich, Spiel ja. des Jahrzehnts, wenn man so möchte. Weil es Okay. kein Spiel, ja, es gibt wirklich kein Spiel seit, ja, man muss so sagen, also seit WoW gab es eigentlich kein Spiel, auf das ich mich so gefreut habe. Weil lustigerweise ist ja Diablo 3 das Spiel, was ich nicht so viel wie WoW gespielt habe, aber nah dran. Weil ich habe jedes Season gespielt, selbst wenn es nur kurz ist, jedes Season.
Und ich habe Diablo 3 zum Release gespielt und auch Reaper Souls. Also von daher, ich habe das Spiel wirklich viel gespielt. Und lustigerweise, auch wenn man monatelang nicht spielt, jede Season und wenn es nur für ein paar Tage ist, macht immer Spaß. Also ich habe jedes Mal Freude daran. Aber es liegt auch hier wieder, es liegt nicht allein am Game. Weil ich weiß, dass wenn ich dann Diablo 3 streame, da weiß ich, dann guckt auch mal ein Syrien und so zu, der mit WoW nicht viel anzufangen hat. Oder halt ein Heiko. Das sind die beiden, die halt vor allem zusammen mit Moritz am meisten noch bei mir im Discord schreiben. Also wirklich die, die den Discord-Server halt vor allem extrem am Leben halten. Und da weiß ich halt, da machen die halt mit oder gucken sich zumindest eher an, als wenn jetzt WoW laufen würde. Das heißt, Ja. wenn das Season losgeht, weiß ich, da kommen vielleicht auch mal fremde Leute dazu. Im WoW Classic weiß ich das nur. Also, so blöd das klingt. Jetzt ist er echt. Ach so, jetzt weiß ich auch, wo der Fehler ist. Moment, ich muss es mal ändern. Dieses Bild hier, das triggert mich gerade. Moment, ich muss das verschieben. Weil das ist über der Kamera ein Stück. Das hat mir das eben gerade. Die ganze Zeit, ich hätte die ganze Zeit gedacht, was ist denn da falsch? Aber jetzt macht es Sinn. Okay. Ich muss das etwas anders kleiner machen, dann passt das. So. So, jetzt ist okay. Es gibt so Sachen, die lenken mich dann so ab, dass ich da die ganze Zeit irgendwie drüber nachdenke. Egal. Ja, alles gut. Naja, aber so ist es halt. Also Diablo 4 ist für mich wirklich das Spiel. Und das Krasse ist halt einfach, als sie es endlich angekündigt haben auf der BlizzCon, war ich beim guten Freund in Hamburg, also in der Nähe von Hamburg. Und ich bin dann wirklich, ich glaube, ich bin gefühlt 5 Minuten vor der BlizzCon angekommen. Also ich war lange unterwegs und so. Und dann kommt Diablo 4, dieser Trailer. Und ich guck dir das nur so an und hab so wirklich, ich hatte Freudetränen in den Augen. Das war, also ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich auf dieses Spiel freue, weil es halt mehr ist als einfach nur ein Spiel. Es ist für mich halt vor allem dieser Gedanke, dass, sagen wir mal, ich habe Ende des Jahres einfach nicht mehr diese Zeit oder es ist einfach alles nicht mehr so planbar, wie es halt vielleicht gerade noch ist, dann weiß ich zumindest, dass der Sommer halt einfach noch richtig krachend werden kann, dass es halt immer richtig cool werden kann und einfach dieses Gefühl nochmal zu haben, so ein bisschen wie Final Fantasy, diese Zeit nochmal so ein bisschen mehr fremde Leute kennenzulernen. So, da habe ich ja vor allem im letzten Podcast drüber gesprochen, das nochmal wirklich umsetzen zu können. Das ist so. Also, Stevino würde sagen, der ja oft sagt irgendwie, ja, früher war seine Zeit und heute interessiert sich keine Sau mehr für ihn, obwohl er immer noch ein paar Zuschauer, also das heißt ein paar, der hat immer hunderte von Zuschauern, wenn er streamt und so. Aber trotzdem, früher hatte er tausende von Zuschauern, er war ja einer der größten Streamer, also er war ja. Also, Stevino war im WoW-Kosmos durch Alemania einfach so bekannt. Zu WoW-Classic-Zeiten, also besser gesagt Vanilla-Zeiten, kannte ihn einfach jeder. Der war riesig. Also, der war wirklich Okay. der hätte, wenn er das ein bisschen anders umsetzen könnte, der hätte die Größenordnung von Gronkh werden können, so in die Richtung. Ist wirklich so. Und von daher, aber da gab es ja das WoW, das Streamen noch nicht so. Das war ja alles noch viel, viel kleiner. Aber der würde jetzt sagen, nach dem Motto irgendwie. Ja, nochmal so eine ganz große Party nochmal zu erleben. So, die letzte große Party. Und ich meine, du weißt es, wir werden nicht jünger, sondern eher älter. Und ich werde am Ja. 22. Mai 37, ja, ich gehe auf die 40 Ja. zu. Und so dumm sich das auch anhören mag, das meine ich halt ernst. Also, gerade wenn ich jetzt wirklich vielleicht sogar den Job wechseln würde und so, was echt alles noch nicht sicher ist. Aber dann ist halt wirklich eben diese Frage, kann Diablo 4 halt wirklich nochmal so mein letztes großes Streaming, YouTube, whatever Ding werden, wenn danach halt vielleicht es einfach nicht mehr machbar ist? Und deswegen, allein deswegen denke ich halt, das einmal noch zu erleben. Vielleicht geht es ja auch dann wirklich, vielleicht geht es ja noch jahrelang, aber ich glaube, wenn ich mir so die letzten Jahre anschaue und wenn ich mir einfach anschaue, dass ich halt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einfach nur diese Woche anschaue, wenn diese Woche der Maßstab ist, ja, dann schaffe ich halt maximal irgendwie die beiden Raids und that's it. So. Also dann sind das halt 10 Stunden Spielen in der Woche, was halt nicht mehr auf dem Niveau ist, was man für Streamen eigentlich müsste. Von daher, wir werden es Okay. sehen, aber ich freue mich da tierisch drauf und ja, und vor allem Diablo 4, ich freue mich da so drauf, weil Diablo 4 ist halt für mich eine Weiterentwicklung. Alle sagen, Diablo 3 ist doch so geil, weil du kannst die Leute einfach inviten, dann macht ihr was zusammen. Ja, aber ich finde halt gerade das, was immer so kritisiert wird, diese Shared World, die kann scheiße werden. Okay, wahrscheinlich wird sie scheiße, von mir aus. Wenn sie Destiny wird, könnte sie halt für Diablo unlike werden. Aber einfach dieser Gedanke, dass
fremde Personen da rumlaufen, finde ich persönlich einfach cool. Weil ich habe so ein Spiel wie Division gespielt oder wie Mew Legend, Mu und dann Legend gespielt. Also kennt kein Schwein das Game, ganz ehrlich. Das kennen ganz, ganz wenige Leute. Aber das war jetzt so eine Art Action-RPG-MO. Und ich hatte da die Freude meines Lebens damit. Also das war eine Zeit, da habe ich nicht an WoW gedacht, da habe ich nicht an Final Fantasy oder was immer gedacht. Da gab es nur dieses eine Game für mich. Und Devillion, als es damals noch ein Queen 69 gestreamt hat, ja, das waren totale Rotz-Games so im Nachhinein. Aber für mich war das einfach eine Hammerzeit. Und ich glaube, dass die das halt schon ganz gut gemacht haben und Diablo 4 kann das alles auf ein anderes Level bringen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich Lost Ark immer noch nicht wirklich gespielt habe. Vielleicht ist Lost Ark dann eigentlich noch auf einem anderen Niveau. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube einfach, dass Diablo 4 einfach. Ich glaube, wir können da einfach gut was zusammen machen und vor allem, es ist nicht so schwierig, wie aktuell halt fremde Leute zu treffen. Aber die Frage Ja. an dich, welche Klasse willst du überhaupt spielen? Lass mich nebenbei kurz googeln, was es da alles gibt. Bei Also Lost Ark. du hast so einen Barb auf jeden Fall, du hast einen Wizard. Ja, Also das Diablo Ding 4 ist meine ich jetzt bei. natürlich. Ja, genau. Bei Lost Ark war mein Problem immer. Also ich. Ich finde, bei manchen Games merkt man einfach so heftig, also dass es Free-to-Play ist. Und ich hatte bei Ja. Lost Ark tatsächlich das Gefühl, da waren so viele Quests, vor allen Dingen am Anfang, und für mich sind da Levelphasen immer halt relativ wichtig im Videospielen. Und du wurdest so vollgeschissen, ne? Du musstest dahin, 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 ne? Und das waren immer so Klick-Quests, ne? Und wenn du mit Kollegen spielst, die dann ein anderes Tempo haben. Ja, und das hat mir so schnell den Spaß genommen, da ich bei Lost Ark relativ schnell die Lust verloren Ja, ich hatte. habe es auch nur ganz kurz Und gespielt, deswegen. aber ich habe dann ja auch halt keinen Windows-PC mehr gehabt, und da war es halt eh unmöglich. Jetzt durch Okay. Windows-PC wäre es wieder möglich, aber sind wir ehrlich, im Moment geht nur WoW Classic und ja, vor Diablo 4 möchte ich noch 4 rumtesten. Vor allem Final Ja. Fantasy 14, ich möchte die Story auf jeden Fall bis dahin gespielt haben, möchte ich schon bei WhatsApp geschrieben und ja, aber nochmal die Frage, welche Klasse würdest du Ja, spielen wollen? also ich habe es gefunden. Tatsächlich, auch wenn das sehr wahrscheinlich sehr, sehr viele auch spielen werden, den Totenbeschwörer. Ja, okay, hab mir gedacht. Oh, oder ich denke, ja, es wird wieder der gute alte Barbar werden. Denke ich, habe zwar auch mit der Zauberin geliebäugelt, Was mit Druid, tatsächlich. Druide? Das hat mir damals bei Diablo 2, beim Good Old Diablo 2, nicht beim Remake, habe ich gerne den Druiden gespielt, bis wir, ich glaube, dann in Albtraum war, glaube ich, war Hölle oder Albtraum der höchste Schwierigkeitsgrad, ich weiß gar nicht. Bis wir, wo die Gegner dann die Resistenzen Hölle. hatten und ich hatte denn überhaupt keinen Schaden mehr gemacht. Ne? Von jetzt auf gleich, das war wie so eine Welt ist für mich zusammengebrochen, ne? So davor alles weggemacht, ne, so alles war gut, ne, und dann kommst du in dem Schwierigkeitsgrad, die Gegner haben Resistenzen, und wenn du damit nicht gerechnet hast, weil damals war ja Internet noch nicht so big und alles, stehst du da und wie gesagt, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. So, wie, ich mache keinen Schaden, wie soll ich denn jetzt hier vorankommen, was soll ich denn jetzt machen, ne? Und ja, deswegen fällt Druide für mich raus, das hat damals mein Herz gebrochen, deswegen. Kommt da für mich gar nicht in Frage. Also ich habe Druiden noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Bezüglich Diablo 2 gibt es eine lustige Anekdote. Ich habe Diablo 2 sehr gerne gespielt, aber Ja. immer nur offline. Ich wusste gar nicht, also erst war es internetmäßig damals nicht möglich, aber ich Ja, wusste gar genau. nicht so richtig Richtung LAN und so. Ich, keine Ahnung, also man darf nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich habe vorher halt immer nur so Singleplayer-Spiele und sowas gespielt und auf einmal höre ich den irgendwie so im Nachhinein, ja, keine Ahnung, da kann man irgendwie auch im Internet mit Leuten spielen. Ich dachte mir so, hä, wie im Internet mit Leuten? Ja. Also, das war alles so Battle.net und so. Ich meine, Battle.net ist ja dadurch entstanden, dieser Begriff. Ja, also, ich glaube halt einfach, dass entweder bei mir wird es halt Wizard, also Zauberer oder Zauberin.
Und oder eben Rogue. Ich glaube, es wird am ehesten Schurke, weil ich einfach sehr, sehr cool finde, was du, glaube ich, für Builds da spielen kannst. Ich glaube, das wird unfassbar viel Spaß machen. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie da wirklich richtig viele interessante Ideen auch mit einbauen werden. Und ich glaube, das wird definitiv für mich der Starting Character. Also eins von beiden halt. Ja. So Barb war noch nie meins und Necromancer war auch nie meins. Also so gar nicht. Ich habe es in Diablo 3 natürlich gespielt, war ganz lustig, dieser Ragnar-Build und so, aber irgendwie ist es nicht meins. In Diablo 3 habe ich ihn auch nie angefasst. Also wirklich nie, weil, ja, obwohl das wäre gelogen. Das wäre gelogen. Also ich habe mal gespielt, aber es war nie ansatzweise mit dem aus Diablo 2 vergleichbar, der Necromancer in Ja, Diablo ist halt 3. anders, das Und stimmt, deswegen, ja. ja, habe ich, ja, weiß nicht, hat nie Freude oder kam nie auf die Idee, groß mit ihm zu spielen. Ja, also, ich meine, wir müssen ja erstmal vom Thema wegkommen, sonst wird das ja nur ein Diablo 4-Podcast, wie immer bei mir in letzter Zeit. Aber sind wir mal ehrlich, also Diablo 4 wird, glaube ich, echt, also, die andere Frage ist, wenn du alle Spiele durchgehst, die, sag ich mal, MMO-like sind, die die nächsten Jahre rauskommen können, hast du irgendetwas, was du auf dem Level sehen könntest? Ich hätte ein Spiel, maximal zwei, aber das war's auch. Hast du da irgendwas? MMO-like, hattest du gesagt? Ja, also ein RPG, was irgendwie in den nächsten Jahren rauskommt, so hast du da irgendwas, was du so siehst, dass du sagst, ja, das ist halt mindestens auf Diablo 4-Niveau? Ist immer die nächsten fünf Ich Jahre gerechnet? verfolge so die Spieleindustrie gar nicht so großartig tatsächlich. Ja, der einzige große Name, der mir so vor allen Dingen online jetzt im Kopf ist, ist tatsächlich Diablo 4. Ich weiß nicht, wenn vielleicht nächstes Jahr, ist ja wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr, denn das nächste Add-on von Final Fantasy 14 angekündigt Ja, wird. ich weiß, ich meinte jetzt aber halt an neuen Games. Also Ja, keine an Add-ons neuen und so. Games, ich weiß nicht, nö, da fällt mir halt überhaupt nichts ein, ne. Ja, aber also es gibt halt dieses Ashes of Creation, das ist halt so ein ganz großes MMO-Ding. Da habe ich auch schon oft drüber gesprochen, dass die wollen halt einfach, was das für Ideen sind, da kannst du dich nur im Kopf fassen. Das ist so ein Ach, war das bisschen. das mit dem eigenen Wirtschaftssystem, wo die Spieler da steuern? War das das? Nee, es geht eher darum. Kurz gesagt, du hast so eine Region, also so, ich weiß nicht, wie es heißt, auf jeden Fall, dann baust du die halt auf, also es ist halt sehr Sandbox-mäßig ausgelegt, aber trotzdem eben auch Theme Park. Es ist halt eine Mischung aus beidem, was natürlich viele Leute eben ansprechen kann. Es hat unfassbar viele Klassen, es soll viel PvP geben, also richtig großes PvP. Es soll aber auch Okay. Raids geben, also sprich, die wollen alles. So. Das hört sich für Ja. mich so ein bisschen an wie, wie heißt es hier, das große Raumschiff-Ding da? Ja, Ja, ich genau. weiß, was du meinst. Ja, was halt auch niemals rauskommen wird, das auch nur 10 Millionen Jahre noch in der Alpha stecken bleiben wird. Also von Ja. daher, das ist halt so ein MMO, da kannst du vielleicht in 5 Jahren brechen oder so, weiß ich nicht, vielleicht in 3, 4 Jahren. Also Ashes of Creation ist. Persönlich kannst du dir Videos zu angucken. Das ist das letzte MMO, worauf ich mich groß freue. Weil ich glaube, das kann halt nochmal richtig cool werden. Auf der anderen Seite, es sieht halt auch jetzt schon fast, also es sieht nicht schlecht aus, aber modern sieht es halt auch nicht aus, finde ich persönlich. Und das andere Ding ist halt das Riot-MMO. Ich meine, ich bin kein League of Legends-Spieler, aber Riot ist halt, wenn es eine einzige Firma in der Welt gibt, die auf Blizzard-Niveau agieren kann, ist es Riot. Du hast uns nichts. Die sind die einzigen, die die Ressourcen dafür zur Verfügung haben. Die sind die einzigen, die wirklich eben auch das Knowledge haben. Und da soll ja Ja. wirklich ein MMO in den nächsten Jahren erscheinen. Und da kann ich mir vorstellen, dass das Ding richtig, richtig krass wird. Aber bis das wiederum rauskommt, da ist wahrscheinlich Ashes of Creation schon draußen. Also von daher, ja, ich weiß auch nicht. Also für mich ist Diablo 4 echt das nächste große Ding in den nächsten 5 Jahren. Also wenn man jetzt mal von Add-ons für WoW und Final Fantasy 14 so absieht, an neuen Spielen, also an neuen MMORPGs oder auch Action-RPGs, ist das halt auf jeden Fall das große Ding. Vor allem, weil Ja. ich halt auch hoffe, dass sie halt viel eben auch mit, also längerfristig halt das Ganze ausgelegt haben.
und hoffentlich nicht Pay to Win, wobei das bei Blizzard dank Diablo Immortal natürlich eben auch nicht immer klar ist. Ja, das Aber schwebt gut, da wir haben so jetzt die drin. ganze Zeit eigentlich gesmalltalkt, ist aber nicht schlimm, man muss nicht immer die Kategorien einhalten, aber eine Kategorie möchte ich schon noch hinbekommen. Denn Gerne. was wurde zuletzt produziert? Was hast du zuletzt an Serien, Filmen und Videos, whatever gesehen, worüber du sprechen möchtest? Wir sind jetzt bei 1 Stunde 8 Minuten, Ja. aber haben ein bisschen später angefangen, also wir haben noch roundabout so 25 Minuten auf jeden Fall zur Verfügung. Also ich bin ja eher so, der nur Serien schaut beim so Einschlafen, sage ich mal, ne? Deswegen gucke ich da nicht so schwere Kost, meistens so Animes. Ja, ansonsten ja, schaue ich The Last of Us. Ne? Wenn ich Zeit habe, gucke ich mir Ich tatsächlich habe immer auch die überlegt, neueste Folge an. also WoW kostet 8 € glaube ich im Monat. Ich habe es ja für, by the way, die Frage muss gestattet sein, hast du die für mich beste Serie des letzten Jahres gesehen? Hast Ich du House of the Dragon geguckt? bin bei Folge 6 oder 7, glaube ich. Aber ja, irgendwann war da die Zeit tatsächlich in Ja, dem musst du zu Zeitraum Ende nicht mehr gucken. Es da ist einfach und so dann, geil. Also diese Serie ist ja, für mich aber das ich. Beste, was im letzten Jahr gelaufen ist. Zusammen eben ganz klar mit Endor. Also, wobei ne, Endor war dieses Jahr. Ja, tatsächlich fand ich sie auch Ne, Endor sehr war letztes nice. Jahr. Letztes Jahr, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. House of Letztes Jahr. Dragons war ja so im selben Zeitraum wie Herr der Ringe oder Ringe der Macht. Ja, und die fand ich Sagen wir Ringe ja. der Macht, nicht Herr der Ringe. Ja, okay. Und ich fand tatsächlich House of the Dragons besser wie Ringe der Macht. Gott sei Dank, Aber danke. bei Ringe der Macht schlägt natürlich mein Herr der Ringe Herz immer hoch, ne? Vor allen Dingen, denn das Ende war einfach nice, ne? Da hatte ich Gänsehaut und wenn ich dran denke, noch mehr, ne? Also es war echt ein nices Ende, fand ich. Und Dann ich freue darfst mich du meine tatsächlich Talks auf dazu Staffel nicht 2. anhören. Also Nee, alles gut. die haben So, ganz solange es nicht gute. so zerrissen wird wie war das Andor, was du so gehasst hast? Ne, die Geschichte da mit Obi-Wan Kenobi Obi-Wan und Kenobi, ja, da stehe ich zu, das ist so eine Rotzserie, ey, wirklich, das wird sich auch nicht ändern. Aber Ja. ja, auch Herr der Ringe habe ich komplett zerrissen. Also die habe ich zerstört, die Serie in der letzten Serienbesprechung. Ich fand die fürchterlich. Also ich fand die wirklich. Also ich fand sie, die vorletzte oder vorvorletzte Folge fand ich richtig gut, aber dass sie dann wieder irgendwie wieder in ihren alten. Ach Gott, die war fürchterlich. Also nee, will ich nicht drüber nachdenken. Ich glaube auch, dass die Serie dann ist. Sie haben jetzt schon gesagt, sie wollen die ganzen Showrunner austauschen. Können sie alles machen, die Serie ist vorbei. Die wird auch nicht mehr irgendwie ein Niveau schaffen. Das hat Amazon einfach komplett gegen die Wand gefahren. Das wissen auch die meisten. Deswegen wird die auch in den nächsten Jahren einfach keinen Erfolg mehr haben. Das weiß ich jetzt schon. Aber ja, House of Okay. Dragon, auf jeden Fall ein krasses Ding. Und dafür habe ich extra WoW bezahlt, 2 Monate lang. Und ich habe Ja. es für The Last of Us mir überlegt, aber ich habe es noch nie gespielt, das Game. Ich kenne es, die Streams und so. Ich weiß, worum es geht. Aber ja, ist sie denn wirklich so gut, wie alle sagen? Ich finde definitiv ja. Also es ist auf jeden Fall mit Abstand die beste Videospieladaption, ne, im Bereich Serie und Film. Also es ist so krass. Man kann so heftige Vergleiche ziehen, ne? Klar ist da ein bisschen freie Gestaltung, sage ich mal, mit drin, ne? Es ist nicht alles eins zu eins wie im Spiel. Ist auch so kaum machbar. Aber das Zwischenmenschliche zwischen boah, Don't Judge Me, Ellie heißt sie, glaube ich, und den Hauptprotagonisten, ich hab's so nicht mit Namen, ne? Habe ich dir vorhin ja auch schon gesagt, ne? Also ich kann mir sowas Ja, schwer merken. ich weiß auch nicht, ich kenne den Namen nicht. Ja, aber auf jeden Fall, in der Serie wird logischerweise viel auf die Entwicklung der Beziehung der Hauptprotagonisten im Wert gelegt. Aber es sind einige starke Szenen auch aus dem Spiel tatsächlich mit enthalten, was die Serie natürlich noch besser macht. Und es ist auf jeden Fall sehenswert, wenn man Videospiele mag und vor allen Dingen so Action-RPGs und The Last of Us. Muss man nicht gespielt haben, kann man gespielt haben, aber ja, ich denke, nach der Serie bekommst du bestimmt auf jeden Fall Lust, das auch mal irgendwie zu spielen. Das Ding ist halt einfach, ich sehe da halt zwei überragende Schauspieler. Einmal hast du Pedro Pascal, Ja. der nicht nur The Viper in Game of Thrones gespielt hat, sondern, wie ich finde,
einen der besten Rollen in Narcos hatte. Wer die Serie nicht kennt, unbedingt schauen. Will ich auch Überragende nicht gucken. Serie auf Netflix. Unbedingt schauen, ist super geil. Narcos Mexiko und so war nicht mehr so meins. Irgendwie bin ich ausgestiegen. Aber gerade die ersten ein, zwei Staffeln von Narcos über den, wie heißt der? Auf jeden Fall über den Drogenboss damals in Kolumbien. Ja. Ultra geil. Also er hat es damals schon so gut gespielt. Und dann haben wir die Schauspielerin, die wir auch von Game of Thrones kennen, die nämlich diese Kleinen da gespielt hat, diese. Die ja auch so eine ganz wichtige Rolle hinterher gespielt hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Haus in Game of Thrones hieß. Aber wo sie ja gesagt hat, so nach dem Motto, die sind halt genauso viel wert wie, weiß ich nicht, fünf von, also sag ich mal, ein Kämpfer von uns ist so viel wert wie fünf von euch, so in die Richtung. Und Ja. wie sie dann ja auch wirklich so knallhart damals in Game of Thrones eben verhandelt hat und so. Da war die schon so gut und das war Jahre zuvor, also. Allein bei der weiß ich, dass die super gut schauspielen kann. Und die beiden zusammen, da weiß ich jetzt schon, dass die Serie deswegen allein schon top ist. Aber ja, ich habe es echt überlegt. Ich habe es auch ins Discord geschrieben, dass ich überlege, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Also ich finde halt auch, House of the Dragon war für mich wirklich, dass ich gesagt habe, das muss ich machen. Game of Thrones ist für mich die beste Serie aller Zeiten zusammen mit Homeland. Das sage ich immer wieder, Homeland und diese beiden Serien, das sind für mich, da kommt nichts dran, wirklich gar nichts. Und die achte Okay. Staffel von Game of Thrones gibt es für mich einfach nicht, so einfach. Hat es einfach nicht gegeben. Und die siebte Staffel zur Hälfte nicht. Und dann kommt man damit ganz klar. Aber ja, und von daher, ich glaube, dass die richtig gut ist, aber ich habe sie bis jetzt halt noch nicht geschaut. Aber jetzt kommen wir dazu. Weil jetzt, wenn das Heiko hört, Heiko Syrion, ich habe es euch gesagt, ich habe heute mit Cyberpunk Edgerunners angefangen, bin bei Folge 3,5 oder so und Alter doch mal, ist das eine geile Serie. Also ich wusste, dass sie mir gefallen wird, aber wie krank gut ich meine, ich habe Cyberpunk 2077 nicht gespielt. Aber wenn man sich diese Serie anschaut, also da hast du nicht Bock, das Game zu spielen, da hast du Bock, so etwas als MMORPG zu spielen, als MMO. Weil so eine Cyberpunk-Welt, ich liebe Cyberpunk, also ich habe noch nie viel dazu gelesen und noch nicht viel dazu geschaut, aber ich mag einfach dieses, also du kennst ja vielleicht die Serie Altered Carbon auf Netflix, Sag mir die ja was, so ein ne? bisschen was in Richtung Cyberpunk hergeht, oder zumindest halt auch so dystopisch Welt und so. Ich finde es einfach krass, wie sie in einem Anime oder in einem Anime-like, einer Anime-like-Serie diese total verruchte, durchgedrehte Welt einfach innerhalb von kurzer Zeit so geil darstellen können. Und vor allem dieser Look ist ja so übelst geil. Also, ich muss ja wirklich sagen, dass diese weibliche Darstellerin da, ey, die ist ja sowas von sexy. Holy fuck. Also, die sieht ja so gut aus. Das ist ja so gut gezeichnet. Und die deutsche Synchro, ich meine, man sagt ja auch, dass die deutsche Synchro nicht gut sein soll, aber Gott im Himmel ist die Synchro gut. Und da wird ja so viel geflucht und so, aber es kommt alles so total natürlich rüber. Und das, was ich jetzt gerade sage, das werde ich auch als Standalone auf Seelenhorizont hochladen, weil es dieses Jahr noch kein Seelenhorizont-Video gegeben hat, was ich immer schade finde. Aber das will ich auf jeden Fall hochladen. Weil Gott im Himmel ist das eine geile Serie. Ich habe jetzt wirklich nur den Anfang geguckt, aber. Das ist jetzt schon für mich eine der besten Serien, die ich dieses Jahr geschaut habe. Kann ich jetzt schon sagen, nach nicht mal vier Folgen kann ich das sagen, alleine diese Atmosphäre so rüberzubringen, dieses total heftige. Ich meine, ich spoilere jetzt mal, es ist jetzt kein schlimmer Spoiler, aber es geht ja darum, dass so ein, ich sag mal, junger Typ, der, sag ich mal, wirklich in so einem Armenviertel, in dem es nur aufwächst, in Night City, und seine Mutter, ich weiß nicht, weißt du, wofür die gearbeitet hat? Du hast sie ja, glaube ich, komplett gesehen, oder? Cyberpunk tatsächlich nicht Edge Runner, aber erzähl ruhig gerne weiter. Ah, du hast die gar nicht gesehen? Nein. Oh mein Gott, da musst du die gucken. Also wirklich unbedingt. Du musst die schauen, ich meine es wirklich ernst. Das ist wirklich so eine Must-See-Serie für mich. Eine Must-Watch-Serie. Muss einfach sein. Musst du einfach Okay. machen. Sind nur 10 Folgen, je 30 Minuten auf Netflix, eine Staffel. Aber ja, es geht auf jeden Fall um einen Jungen, der, wie soll man es sagen, der am Anfang relativ
normal ist. Und wir kennen ja diese Cyberpunks, das heißt diese kybernetische Veränderung halt zum Krassen hin. Ja. Und also diese Implantate. Und der lässt diesen Implantat halt einbauen. Und am Anfang macht das halt eigentlich nur so ein bisschen, keine Ahnung, er will, macht das eigentlich eher so, um halt einen, also der hatte auch so Implantate, der hat ihn halt zusammengeschlagen, um dem halt richtig eine reinzuwirken, so nach dem Motto. Ja, dass er hier mit ähnlichen Mitteln eben kämpfen kann. Aber dann kommt es zu Okay. einer krassen Szene, die ich jetzt mal nicht spoilere. Auf jeden Fall ist es so, dass sich da sein Leben relativ krass verändert. Und dann trifft er eine, ich sag mal, eine Diebin oder wie auch immer man das nennen möchte. Auf jeden Fall sieht die nicht nur ultra geil aus und ist ultra sexy, sondern wie gesagt, durch diese super gute Synchro kommt die halt auch einfach so real rüber. Also ich sehe da kein Anime vor mir. Das ist halt einfach, es wirkt so real, obwohl es wirklich nach Anime aussieht, aber es wirkt echt wie eine Realität oder wie so eine dystopische Welt. Und ja, und dann geht es halt darum, dass er versucht hat, so ein Edgerunner zu werden, also sprich so eine Art Cyberpunk, keine Ahnung, Gangster so in die Richtung halt. Und da bin ich halt super Okay. gespannt. Wie gesagt, in den ersten drei Folgen hast du nicht so viel gesehen, aber diese Serie ist jetzt einfach vom Look and Feel und von der Musik und einfach von all dem, was sie darstellen möchte, schon jetzt auf jeden Fall, gehört jetzt schon zu meinen absoluten Top 10 Serien dieses Jahres, obwohl ich dieses Jahr noch nichts geguckt habe. Kann ich jetzt schon sagen, dass die auf jeden Fall in der Bestenliste am Ende des Jahres auf jeden Fall vorkommen wird. Also absolute Hammer-Serie. Und interessanterweise wird die ja auch produziert von eben, wie heißen sie, CD Projekt Red, also die ja eben Cyberpunk ja auch gemacht haben, Ja. die ja sehr eben in der Kritik standen, weil sie ja ein Spiel rausgebracht haben, was ja total verbuggt damals war, zumindest auf dem PC und so weiter. Nee, auf der Konsole so. Aber ja, ich finde das wirklich krass. Also in letzter Zeit habe ich ja wirklich gesagt, dass ich halt mit Netflix nicht mehr so viel anfangen kann. Weil ich bin der Meinung, dass halt die Serien, die mir persönlich gefallen, die gibt es eigentlich meiner Meinung nach nur noch auf Apple TV Plus und auf Disney Plus. Also wenn ich mir wirklich drüber nachdenke, was ich die letzten Jahre so geschaut habe, was ich wirklich ultra gut fand, da muss ich halt zum Beispiel bei Disney Plus ganz klar Andor nennen, die unfassbar gut ist, für mich die beste Star Wars Serie nach Mandalorian Staffel 2, die definitiv auf das Level kommen kann. Apropos, Mandalorian Staffel 3 kommt dieses Jahr, das wird auch ein ultra geiles Ding. Und dann haben wir halt sowas eben wie zum Beispiel auf Apple TV sowas wie The Morning Show, also einfach Serien, die einfach so allein schon von ihrem Cast her over the top sind, dass du denen einfach echt nur eine 5 von 5 geben kannst und nichts anderes. Ist halt einfach so. Und von daher, ich kann sie dir empfehlen, gerade wenn du ein Anime schaust, guckst du dir unbedingt an. Wie gesagt, ich habe noch nicht viel geschaut, aber die hatte mich, die ersten 10 Minuten, da hatte mich die Serie. Also ich war komplett drin und ich war eigentlich relativ gestresst, war total müde und so heute Morgen, heute Vormittag immer noch. Und ich gucke mir diese Serie so auf dem iPad an, so wie jetzt. Mein iPad steht ja gerade neben mir. Das heißt, noch nicht mal auf einer großen Leinwand. Auf einer großen Leinwand muss es ja noch anders wirken. Und da brauchst du jetzt halt so eine riesige Leinwand, dann so richtig geile Boxen und so. Und dann geht es halt komplett steil. Also die rasten da wirklich komplett aus. Also die Serie wird so ultra brutal, glaube ich. Und wird so verrucht und so böse und so durchtrieben. Und einfach Cyberpunk. Was man sich darunter vorstellt. Und das bringen die halt einfach so geil rüber. Und ich meine, ich habe da jetzt leider es nicht als Standalone rübergebracht. Ich habe es aber mit Louis vor ein paar Tagen, ich habe es also im Podcast erzählt. Wenn du sowas wie Alice in Borderland magst auf Netflix, was ja auch eine Manga-Adaption ist, was ja auch so ein bisschen in diese Richtung eben auch geht, ist jetzt kein Cyberpunk, aber eben auch dieses total Verrückte, einfach, dass die halt irgendwie um Leben und Toten zu so kämpfen. Und ich liebe sowas. Ich liebe solche Serien, die einen halt so mitnehmen und die so real und so krass erscheinen und die was mit dir machen. Und deswegen ist das jetzt schon für mich eine der besten Serien des Jahres. Ja. Also guckst du dir an und dann kannst du mir in ein paar Tagen schreiben, Tobi, danke, 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 danke. Für mich eine der besten Anime-Serien, die ich die letzten Jahre geschaut habe. Weil es wird so kommen, ich sage dir. Die ist auf jeden Fall, die Okay. ballert komplett die Serie. Die wirklich. Das ist der einzig richtige Begriff dafür, die ballert dich weg, die Serie. Hast du sonst Ich noch was vielleicht doch mal geschaut? reinschauen.
Na, ich habe Seven Deadly Sins zu Ende geschaut. Ja. Ich verbinde halt. Da bin ich bei der ersten Staffel, glaube ich. Ich finde die gut, aber ich habe noch nicht so weit geguckt. Ja, da verbinde ich die Freundschaft zwischen Meliodas und Bahn halt. Ja, so ein bisschen mit Shots, deswegen mag ich die Serie auch. Ah, okay. Und ja, ich finde den Humor einfach auch in der S Serie Ja, super. ja. Ja. Ist halt auch mitgenommen Ding. Ist auch super. Also Und wirklich. ich weiß nicht, wie gesagt, also ich gucke eigentlich immer nur so Animes auf Netflix. Ich freue mich, jetzt kommt auf Prime Video demnächst eine neue Serie mit Christoph Waltz. Da spielt da so ein, ja, ich weiß nicht, wie das richtige Wort ist. Irgendwie so ein, ja, so ein Psycho-Chef einfach, ne, der da so überkorrekt ist, ne, seine Mitarbeiter irgendwie runtermacht, Oh. aber irgendwie so auf Comedy-Art mäßig irgendwie angelehnt. Und der Trailer dazu war richtig gut. Und deswegen, das kommt jetzt in Ende Februar Okay. kommt das raus. Muss ich Ich noch google mehr mal gucken. kurz. Ja, das Ding ist halt, ich gucke keinen Trailer mehr. Und ich gucke wirklich keinen Trailer mehr. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Trailer gesehen von einem Film, der mich auch nicht so interessiert. Ja. Aber ich gucke keinen Trailer mehr, weil ich jedes Mal das Gefühl habe, dass die mich auf eine andere Fährte und so bringen wollen. Weil wenn du Ja. dir zum Beispiel den Film Drifting Home auf Netflix anschaust, auch ein Anime-Film, und du guckst dir einen Trailer an, du erwartest was komplett anderes. Der Film hat nichts mit dem Trailer, also der Trailer verspricht auf jeden Fall etwas, was überhaupt nicht zu dem Film passt. Es ist ein ganz anderes Setting, eine ganz andere Story und eine ganz andere Message dahinter. Und spätestens da habe ich gedacht, so, jetzt reicht's. Ich gucke keinen Trailer mehr. Auf Netflix gibt es so diese zwei, drei Sätze, entweder interessieren die mich oder sie lassen es halt. Und dann, und so, ja, komme ich da ganz, ganz gut klar. Aber ich gucke halt gerade auch sehr, sehr wenig, wenn ich ehrlich bin. Aber ich fange jetzt halt wieder mit an und Cyberpunk bringt mich auf jeden Fall wieder dazu, dass ich wieder richtig Bock auf Serien habe, weil die Serie, die werde ich auch versuchen, heute Nacht noch oder halt auf jeden Fall morgen irgendwie zu Ende zu schauen, weil die ballert einen weg. Das macht einem nur Spaß. Ist einfach komplett verrückt. Also einfach nur Ja. kranker Scheiß. Okay. Vielleicht mache ich das doch mal mit auf meine Auf Liste. jeden Fall. Guck's dir an und dann kannst du mir hinterher danken. Also ich habe jetzt schon so vielen Leuten Serientipps und so gegeben. Und keine Ahnung, zum Beispiel The Boys. Ja, ein ganz guter, ganz für mich ganz wichtiger Mensch, der so zu Tobi, ja, hast du eine Serienempfehlung? Ich so, guck's The Boys auf. Habe ich bei so die dritte Staffel immer nicht gesehen. Genau wie vierte Staffel Stranger Things fehlt mir auch noch. Genau wie das Ende von The Last Kingdom, worauf ich mich seit Ewigkeiten gefreut habe, habe ich, also ich habe noch vieles auf der Liste auf jeden Fall. Ich habe auch so eine Watchlist im Discord und so. Da muss ich auch mal aktualisieren. Da möchte ich auch wieder eigentlich anfangen, im Stream ja gemeinsam so eine Watchparty zu machen, wo ich Bock drauf habe. Von daher mal wieder viel zu viel vor und viel zu viel klappt eigentlich gerade nicht. Aber mal schauen. Ja. Aber ja, ich glaube wirklich, dass die Edgerunners definitiv gefallen wird. Dann noch zum Abschluss eine andere Kategorie. Ich gehe nochmal ganz kurz durch, ob im Discord noch irgendwie was Cooles ist. Vielleicht hast du noch irgendein Video oder irgendwas, worüber, was dich auf jeden Fall mitgenommen hat oder worüber du sprechen möchtest in letzter Zeit. Muss nicht Gaming sein, kann irgendwas anderes sein. Eigentlich bin ich durch meine Arbeit und durch das Zocken dann am Abend bin ich eigentlich gar nicht so hier informiert, was halt abgeht in der Welt, sage ich mal, außer jetzt das Beben halt im Nahen Ja, Osten. Das war natürlich sehr, sehr tragisch. da habe ich auch heute im Podcast drüber gesprochen. Das ist kranker Scheiß. Überlegt, dass so bis zu 100.000 Toten nur werden können. Ja, Das ist echt, einfach echt traurig. heftig. Okay, dann habe ich noch eine Frage an dich. Du bist ja, bist du Harry Potter Fan? Ja, Fan jetzt nicht, aber ich mag das Universum, können wir so sagen. Okay, so. Um es ganz kurz zu machen, wie stehst du zu der Kontroverse bezüglich Hogwarts Legacy? Wenn ich das Geld und die Zeit hätte, würde ich es spielen. Okay, aber Ganz wie ehrlich. stehst du zu der Kontroverse bezüglich Boykott des Spiels? Ja, da ich die Texte beziehungsweise das, ich weiß gar nicht, war es ein Interview oder so, weil ich habe mich damit auch nicht beschäftigt. Mhm.
Ich habe es halt so nicht gelesen, nicht gehört, keine Ahnung. Ne? Also, wie gesagt, ich habe es halt irgendwie am Rande Ja. mitbekommen, die soll das und das gesagt haben. Ja, habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt. Natürlich, ja, deswegen kann ich jetzt auch irgendwie nicht so viel dazu sagen. Ne? Ich meine, jeder Mensch, sage ich mal, hat eigene Meinung. Natürlich muss man, ja, wie soll man das sagen? Sollte man Sachen aus der Vergangenheit, die geschehen sind und so weiter und so fort, und vor allen Dingen Verbrechen, sollte man nie irgendwie runterspielen oder sagen, das ist nicht so oder was weiß ich nicht, oder andere Menschen, die andere Denkweisen haben wie man selber, sollte man nie niedermachen, ne? Nur weil die vielleicht ja anders sind wie, ja, wie die von anderen Leuten. Ich will jetzt nicht von normalen Leuten sagen, ne? Weil jeder Mensch ist auf seine Weise normal. Deswegen Ja, auf jeden Fall. find ich das einfach schwierig, ne? Da irgendwie was zu sagen. Aber ich sag mal, das Entwicklerteam hat ja überhaupt nichts mit der Dame zu tun, ne? Nur weil die irgendwie das Spiel produzieren, finde ich, sollte man das Entwicklerteam dieses ja anscheinend großartigen Spiels nicht schaden. Ja, also ich habe Nur. da auch ein bisschen was zu gesehen. Ich habe natürlich mit Tashi geschaut, was sonst, aber halt nur so ein bisschen halt wie diesmal reingeschaut. Es ist ein Spiel, was mich nie interessiert, was aber trotzdem interessant aussieht, wie ich finde. Ich will es aber selbst nicht spielen, ehrlich gesagt. Aber bezüglich dieses Themas habe ich die letzte Zeit sehr oft drüber nachgedacht und ich bin der Meinung, dass jeder muss es für sich entscheiden, ob man das halt macht oder nicht. Das ist genauso wie, ich habe die Weltmeisterschaft boykottiert, die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich habe davon 0,0 gesehen. Das heißt, die FIFA hat durch mich Gott sei Dank kein View dazu bekommen. Ich habe sie geschaut. Genau. Aber andere, auch auf der Arbeit, habe ich dann auch gehört, ja, Tobi, ich schaue sie, ich bin halt Fußballfan und Messi und Ronaldo noch mal das letzte Mal zu erleben, let's go. Ich finde halt einfach, jeder muss für sich diese Entscheidung treffen. Ich bin nur immer nur ein Freund davon, dass man sagt, man hat das vorher wirklich in Ruhe für sich abgewägt. Dass man wirklich mal darüber nachgedacht hat, dass man nicht so etwas leichtsinnig, sag ich mal, angeht, sondern dass man wirklich mal überlegt hat, okay, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, ja oder nein? Wenn ja, dann stehe ich dazu und selbst wenn andere mich kritisieren, ich stehe zu meiner Meinung. Wenn nicht, dann stehe ich genauso dahinter. Was für mich gar nicht geht, ist, dass wenn es in irgendeiner Weise in Richtung Beleidigung, in Richtung Androhung und natürlich körperliche und vor allem seelische Gewalt geht, geht überhaupt nicht. Auf der anderen Seite, wenn diese Frau, so wie es ja zum Großteil eben aussieht, kannst du dir mal gerne das Video bezüglich hier von Taliesin Avetil hier bei mir im Discord unter Nachdenklich dazu anschauen. Denn der Taliesin, der hat sich da ein bisschen beschäftigt, der hat auch ein bisschen dazu auch so ein bisschen recherchiert. Und es gibt halt sehr viele Hinweise, dass sie eben Menschen, die transphobisch sind, in dem Sinne halt eben auch unterstützt und zwar wirklich halt klar dahinter steht, dann finde ich einfach, völlig unabhängig von Harry Potter kann man so etwas und darf man so etwas nicht gutheißen. Ganz einfach. Weil das sind Ja. halt, ich finde, wir haben einfach die UN-Charta, die Vereinten Nationen, da gibt es halt einfach eine Menschenrechtskonvention. Das heißt, wir haben einfach universale Menschenrechte und darüber, finde ich, darf man niemals diskutieren und das sollte auch nie zur Debatte stehen. Ja, und Ja. so stehe ich halt zu der Meinung, dass ich sage, Boykott weiß ich nicht. Wenn es vielleicht für mich wichtiger gewesen wäre, ja, wie bei der Weltmeisterschaft, da habe ich es eben gemacht. Aber ich würde auch niemals jemanden kritisieren, der es eben streamt. Weil zum Beispiel Mitashi sagt einfach, er ist definitiv nicht transfeindlich, aber warum soll er, sag ich mal, wenn es da Drops gibt, warum soll er die Views nicht mitnehmen, warum soll er seinen Stream da nicht auch bekannter machen und mal was austesten, weil andere Streamer machen das genauso und ich finde, es ist gerechtfertigt, weil wenn jeder dahinter steht, wenn man dahinter steht, dann soll man es einfach machen. Mir ist nur wichtig, dass man dann eben auch dazu steht und dass man nicht bei kleinster Kritik wieder umfällt. Weil ich Ja, finde, ja. dann hast du dir da nicht in Ruhe Gedanken drum gemacht. Ja, Ja. und dann glaube ich, sonst habe ich kein Thema mehr. Ich glaube, du auch nicht, oder? Nee. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für den schönen Podcast. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sind Ja, auch sehr sehr gut in der gerne. Zeit vorangekommen. Hatten ja auch gut eigentlich nur zwei große Themen, nämlich WoW und Diablo 4. So ist es halt manchmal. Und Final Fantasy Ja. natürlich.
Doch, eine Frage zum Abschluss natürlich. Ich möchte ja spätestens vor Diablo 4, wo ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich die letzte Zeit gedacht, vielleicht samstags abends mal Final Fantasy Stream. Mal nicht WoW, mal nicht Diablo oder so. Aber ja, im Moment ist noch zu früh, aber ich denke mal, je näher Diablo 4 kommt und wir es wissen, wir können ja eh nicht viel machen, außer zu warten und uns darauf vorzubereiten. Da kann man doch ein bisschen rumtesten. Ich möchte auf jeden Fall die Final Fantasy 14 Lore bis zum Zeitpunkt eben spielen, bis zum aktuellen. Aber nur die, also ich will die Raids nicht spielen. Ich möchte einfach nur die Story halt gespielt haben. Und ich Ja. glaube auch, dass das halt auch für den Stream wieder gut werden kann. Also ich glaube, das möchte ich auf jeden Fall mal wieder austesten, weil ich glaube, so langsam aber sicher nur WoW Classic wird irgendwann dann doch anstrengend. Ein bisschen Abwechslung, vielleicht mit der Diablo 3 Season oder eben Final Fantasy 14 wäre vielleicht dann bald mal ganz gut. Und die große Frage zum Schluss an dich. Du weißt ja, wie das Endwalker, sag ich mal, Hauptszenario ausgegangen ist. All die Patches danach, die Story der Patches danach, ist die auf dem Level oder ist sie vielleicht sogar besser? Die Afterstory von Endwalker, meinst du jetzt? Ja, von den Patches. Weil ich Ich habe glaube, ja, ich hänge da das ist selber 6, auch noch das ist 6.1, hinterher. oder? Ich glaube, ich habe 6.1 in Story noch gespielt und dann war ich raus. Und ich glaube, wir sind jetzt bei 6.3 irgendwas. Ich, wie gesagt, weiß es gar nicht, aber Okay. an die Endwalker-Story, also ich bin selber noch nicht am Ende Ah, von den okay. Ja, gut, Afterpatches, dann ist schwierig. aber ich glaube nicht, dass die annähernd an die Story rankommt, Findest du tatsächlich. nicht? Nee, ich meine, die, es gibt, ja, ich glaube, eine krasse Wendung habe ich da jetzt irgendwie auch erlebt gehabt, tatsächlich. Okay. Aber ja, ich werde auch nichts verraten, das fand ich ganz cool, Nee, aber nee, auf da jeden ist jetzt Fall nichts auch so verraten. mein Storypunkt, wo ich jetzt bin. Aber ja, ich hatte das Abo jetzt. Ja, gekündigt gehabt, weil ich im WoW wieder reingegangen bin. Ja. Ja, Und weil deswegen das mal Ding ist gucken, was ich da halt, weitermache. die Frage ist, ob man so eine Art, so ein kleines Revival von Final Fantasy nochmal hinbekommen könnte. Also sprich, könnte ich wieder so Theorien aufstellen oder ist es halt nicht so begeistern, dass ich da gar nicht dazu getrieben werde in die Richtung. Ich denke schon. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo der Stand jetzt am ist. Von der Okay. Afterstory tatsächlich. Aber ja, es ist schon gut gemacht, aber natürlich nicht annähernd so Ja, es war groß schon. aufgefahren, sage ich mal, wie Endwalker. Also, als ich mit Louis damals über Endwalker Final gesprochen habe im Podcast, da ging ja, glaube ich, 3,5 Stunden oder so der Podcast. Alter Schwede, also ich war ja so begeistert und ich hatte ja wirklich, ich stehe dazu, ich bin ein Mann, aber ich stehe trotzdem dazu, wenn ich Tränen in den Augen habe und so. Ja, klar. Das Finale von Endwalker, also vor den Patches, fand ich grandios. Also Ja, absolut. ich behaupte Ich immer noch, dass habe das mit es. das Beste an Storytelling ist, was ich nicht nur in einem Videospiel, sondern überhaupt in Richtung Filme, Serien je gesehen habe. Also das ist halt Ja. einfach so durchdacht, so von der Story her, von der Atmosphäre her, auf die Figuren ausgelegt, das ist einfach alles Triple A. Besser geht's halt nicht. Also von daher ist auch für mich die große Frage, ob nächstes Addon sowas mal toppen kann. Ich habe ja gedacht, dass man, wie hieß es, das Addon davor, Shadowbringers, dass man das nicht toppen kann und dann kam Endwalker und Endwalker war halt nochmal ein ganz anderes Level. Von daher, Ja. ja. Also das will ich auf jeden Fall gespielt haben, gerade dass ich jetzt wieder auf dem Windows-PC streame. Da muss man dazu sagen, ich habe immer auf den alten PC, aber irgendwie ging es auf einmal dann doch, warum auch immer. Ich habe kein Geld und ich möchte kein Geld ausgeben für einen neuen PC, weil das ist dann noch alles sehr, sehr teuer. Aber es geht aktuell ganz gut. Die Frage ist natürlich Diablo 4. Wie wird das da mit den Anforderungen? Das kann ich nicht genau sagen. Ich sehe nur gerade, dass ich unbedingt mein iPad aufladen muss. Das ist nämlich, glaube ich, komplett leer. Macht es gerade ein bisschen schwierig. Ja, ich völlig vergessen aufzuladen, ist das. Aber ja, von daher schauen wir mal. Aber ja, ich habe auf jeden Fall vor, es noch nachzuholen. Dann stehen noch vor Diablo 4 noch so Spiele theoretisch immer noch im Raum wie ein Lost Ark. Wie ein Elden Ring. Ja, ich habe es versprochen und irgendwann mache ich es wirklich. Und eben auch noch ein Elder Scrolls Online. Weil da habe ich immer noch Bock drauf. Und
Ja, mal schauen. Aber Final Fantasy 14, die Story zumindest mal beizuspielen, auch für YouTube wäre es mal ganz cool. So langsam sicher schwirrt das ein bisschen mal mit mir im Kopf rum. Zumindest halt für die Streams, wenn halt mal kein WoW ist. Das wäre halt vielleicht der einzige Stream, vielleicht am Samstagabend oder so. Mal Ja. gucken. Vielleicht kommt da bald was. Vielleicht bin ich da so gehypt, dass ich da Bock drauf habe. Wir schauen mal. Aber da ich jetzt mal WoW Retail ja auch noch spiele, zwar nur einmal die Woche, nur ein paar Stündchen, aber macht es halt nicht einfacher. Wir werden mal Ja. sehen. Also Elden Ring, das kann ich dir sagen, war für mich das Game des Ja, Jahres ich weiß. Ich 2022. habe dir bei dir auch Also es war zugeschaut, obwohl ich mit diesem Spiel eigentlich gar nichts anfangen kann. einfach Also grandios. ich kann mit dem Spiel was anfangen, aber ich meine, ich habe es noch nie gespielt und noch nie gestreamt, so in die Ja. Richtung. Ich bin der Meinung, dass wir zum Abschluss sagen können, ich glaube, dieses Jahr wird, ich weiß ja nicht privat, was für dich ja das letzte halbe Jahr ja schon ganz gut. Für mich Ja. war das letzte, ich sag mal, das zweite Halbjahr vom letzten Jahr ja eine Katastrophe. Das weißt du ja, das Ja. habe ich ja eben auch gesagt. Vor Ja. allem auch, da ich das ja dann eben privat noch schwieriger alles geworden ist. Also der Herbst und auch der Winter war ganz, ganz, ganz hart. Okay. Dieses Jahr war dann um einiges besser, weil ich irgendwie auch einfach wieder einen anderen Approach halt hatte und Ja. habe. Aber auch heute wäre ja so ein Tag, der nicht so einfach ist. Und daher, wir werden es sehen. Ich versuche trotzdem, dass ich meinen Content einigermaßen so hinbekomme, dass es halt noch finanzierbar ist. Ich habe jetzt versucht, so ein Monthly Goal, Sub-Goal zu machen. Das heißt, monatlich eben 20 Subs. Das irgendwie hinzubekommen, dass ich halt Ja. es immer noch auf iTunes, Spotify laden kann, weil so wie es aktuell aussieht, wird es wohl bald nicht mehr gehen. Gibt es das nur Ja. auf YouTube. Weil ich halt einfach sage, für ein Hobby werde ich nicht jeden Monat 60 Euro ausgeben. Also bei aller Ja, Liebe, wenn da klar. kein Geld reinkommt, das ist halt, rechne es aufs Jahr hochgerechnet hoch, das ist einfach viel zu viel Geld. Das geht einfach nicht, Ja, sind wir sicher. ehrlich. Das ist viel zu viel Geld, das geht nicht. Und daher hoffe ich, dass halt nächster Zeit, vor allem mit Diablo 4, halt diese 20 Subs im Monat vielleicht ein bisschen höher sogar möglich sind. Also mein Traum wären ja 50 Subs im Monat, weil dann wäre eigentlich alles easy refinanziert. Da müsste ich mir um gar keinen Geist Gedanken machen. Aber ja, wir werden es sehen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon darauf, dass wir dann auf jeden Fall zusammen zocken. Und ja, vielleicht können wir auch was Größeres wieder auf die Beine stellen. Mal gucken. Ich meine, es hat in Final Fantasy auch ganz gut geklappt, wenn wir ehrlich sind. Und dann schauen wir Ja. einfach mal, wie sich das entwickelt. Aber ja, ich meine, man kann ja mal überlegen, dass wir die Open Beta zusammenspielen. Ich glaube, die ist im April. Die kann man ja schon ein bisschen so anpeilen. Ja. Vielleicht ist Herpy dann mit seiner Community auch dabei. Vielleicht kann man da wirklich noch mal, also wie gesagt, Stevenio würde sagen, man könnte vielleicht noch mal doch mal was, noch ein letztes großes Ding noch mal erleben. Wir werden es sehen. Ich sage nur, ich habe ultra Bock drauf. Im Moment habe ich ultra Bock auf WoW Classic. Und irgendwann habe ich halt, sehr, sehr bald habe ich den Diablo 4 halt im Fokus. Die Frage ist natürlich, die zum Ende trotzdem bleibt, werde ich WoW weiter streamen? Und solange es den Raid gibt, werde ich natürlich den Raid streamen. Ist ja klar. Aber das ist halt, ich habe das nicht umsonst alles aufgebaut. Und auch wenn Diablo 4 kommt, dann muss Diablo 4 halt zumindest halt für, ich sag mal, freitags irgendwie 4 Stunden immer ausfallen und sonntags 4 Stunden. Aber man wird es halt sehen. Das kann auch alles wieder irgendwie anders aussehen. Dafür ist alles viel zu schnelllebig. Ja. In diesem Sinne, danke fürs Dasein. Vielen lieben Dank für ja, der Teilnahme am Jubiläum, das erste Jubiläum, die erste Live-Version. Ich bin gespannt, wie es von den Aufrufszahlen so wird. Wir haben echt interessante Themen, finde ich, mit dabei. Und Ja, dann wird die definitiv. nächste Ausgabe, die Live-Version, dann die 50. sein. Und das müsste so ungefähr nach dem Turnus könnte so in Richtung Mitte 2023 werden. Ich weiß nicht genau, müssen wir genau ausrechnen. Es könnte ungefähr hinkommen. Vielleicht ist es ja genau die Diablo 4-Zeit und dann kann man dich ja bestimmt nochmal gut einladen dann. Aber vielleicht machen wir dann ja Ja, eh du. mehr zusammen, als wir uns gerade vorstellen können. Wir werden es sehen. Ich wünsche dir auf Toll. jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Ist es bei dir Ich dir auch. sonntags auch so, dass du wirklich sonntags chillen möchtest, weil du dann eben wirklich auch versuchst, mal zur Ruhe zu kommen? Tatsächlich gibt es bei mir so eigentlich gar keine festen Wochenenden. Also ich muss morgen wieder ran, von 9:30 bis Stand jetzt 16 Uhr. War heute eigentlich auch der Fall. Ach, Musste sonntags länger musst du planen bis arbeiten? 18 Uhr. Ja. Ah, okay. Aber ab nächster Woche habe ich tatsächlich Urlaub.
Wie lange? Und wir fahren, ich glaube tatsächlich theoretisch bis zum 24. Wir fahren aber nach Sylt, also Westerland. Mein Sohn und meine Mutter und ich Ja, geil. Dann mach mal Fotos und für schick mal. Ich werde es ja nicht vier, veröffentlichen. fünf Alles Nächte, gut. glaube ich. Ja, alles gut. Nee, ich würde sie eh auf Instagram Ah ja, posten. okay. Ja, sehr cool. Gucke Auch, ich mal auf jeden ja. Fall an. Ich, du siehst ja, ich like ja wieder alles. Und Ja, genau. jetzt musst Ja, du jetzt vielen, noch vielen meinen Dank. Kram auch noch liken und so. Und dann ist ja Ja, alles ich habe fast wie früher dann. letztens ein paar Sachen geliked, ja. Muss Ich, ich noch stimmt, mal das habe ich durchgucken gesehen. auf Ja, das Insta. habe ich gesehen. Ja, also Ja. da Instagram und TikTok, das sind die zwei großen Sachen im Discord. Twitter werde ich dieses Jahr komplett aufgeben. Also jetzt mache ich da gar nichts mehr drauf. Ich nutze es nur noch, um da irgendwie die Thumbnails hinzubekommen. Also sprich so ein bisschen für die Stories, Instagram Stories, die Ja, Bilder. Aber Twitter werde ich aufgeben. Das ja. Ding ist durch. Da mit Elon Musk und so kann ich nichts mit anfangen. Möchte ich auch nicht mehr. Ist einfach durch, das Ding. Ich brauche auch nicht mehr für einmal. Ein paar Mal in der Woche Wowhead zu lesen, brauche ich kein Twitter mehr. Von daher Ja, gut. ist halt wirklich so. Weil ich hatte vorher Tweetbot, das heißt, da wurde immer nur das angezeigt, was halt für mich auch relevant ist. Das haben Ja. sie aber irgendwie geblockt. Warum auch immer, es geht halt nicht mehr, diese App. Und von daher, die normale Twitter-App kannst du nicht benutzen, weil da wird dir tausend. Das ist einfach nur noch Werbung und vor allem nur noch Trash. Also ist ganz, ganz schlimm. Okay. Aber ja, genau, TikTok, Instagram und Discord, das sind die drei großen Dinge für mich. Und ja, bei TikTok bin ich jetzt bei 149. Meine Hoffnung ist, dass ich irgendwie dieses Wochenende noch die 150 schaffe. Und bei Instagram bin ich bei 142, da bin ich auch bald bei der 150. Und dann, man freut sich ja Ich über drücke dir die Daumen so dafür. kleine Goals, was? Das ist ja Ja, immer ganz klar, nett, finde ich absolut, persönlich. absolut. Genau, und dann haben wir noch 450 Follows, da 12-Stunden-Stream. Hoffentlich mal, dass das auch bald Das schimpft mit möglich Lange ist. Und da kommt gerade dein Sohn rein, von der würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend. Ja, In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs dabei sein. Es hat super viel Spaß gemacht. Und sehr gerne. damit bedanke ich mich eben auch und sage vielen lieben Dank fürs Dasein. Das war's mal wieder mit der Quatschbrick für heute. Macht es gut und bis zur nächsten Woche.